Okay, gut. Ey, wir sind richtig am Sterben, ne? Alter. Wir sind richtig, also das ist richtig Dings, Bruder. Boah. Mieser Tag heute auf jeden Fall. Okay, aber egal. Wer wollte noch mal am heißesten Tag des Jahres Podcast machen? Ey, guck mal, ich mache einfach Disziplin. Donnerstag ist Podcast-Tag. Boah. Und ich habe euch gesagt, scheißegal welches, egal was ist. Aber es ist nicht schlimm, denn wir haben eine Überraschung heute hier. Oh mein yeah. Name ist Hakim. Mein Name ist Prodigy Jam. Mein Name ist Jack. Und mein Name ist Hamza. Oh yeah! Hamza ist am Start. Wir haben wieder einen Gast. Hey, oh, Hamza, Bruder, wie geht's? Oh, mir geht's gut, mir geht's sehr gut. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Schön, dass du hier bist, Bruder. Danke dir. Guck mal, ich sag dir, die Jungs und meine Zeugen, ich sage schon seit sehr langer Zeit, auf unserer Gästeliste steht die ganze Zeit dein Name. Schon fast seit Show Nummer 3. Ja, locker. Ne? Ja, locker. Dann sind wir faul geworden, haben gar keinen mehr eingeladen einfach. Ja. Aufgehört, noch einzuladen. Und jetzt haben wir gesagt, okay, ey, nächste Gast, wir müssen Hamza rufen, Bruder, diese Lockdown-Scheiß ist vorbei. Ah, yeah. Deswegen ist gut. Yes. Deswegen schön, dass du hier bist, Mann. Danke, am danke. Am heißesten Tag des Jahres. Bis jetzt. In unserem ja, super klimatisierten Also ich sag das Laden. Jetzt einfach nur so. Aber ich bin natürlich nicht mit leeren Händen gekommen und hab euch eine Abkühlung gebracht. Oh. Magic Bag. Oh shit. Einmal auf und zu und reingreifen. Oh, Wassereis. Oh. Yeah. Junge, jetzt ist Cut the Bullshit. Oh, jetzt yeah. ist Cut the Bullshit vollkommen, Bruder. Jetzt ist Cut the Bullshit richtig gut. Oh, nimm mal jetzt ganz, ganz, ganz smooth diese Cola-Wassereisstange. Oh, das ist diese Cola genommen. Ah, das ist so geil. Boah, war doch noch viel, Bruder. Direkt erstmal so an Nacken. Ja, genau, der Move, genau. Yeah, der Move erstmal. Ey, hier, Wassereis. Wassereis. Der okay, Cristiano Ronaldo Move. Erst Wassereis. Ey, was war mit dem? Also ich hab nur kurz reincrashen. Ey, der hat den Move. Dieser Typ ist ein Motherfucker. Der kommt da rein, tut diese Colaflaschen weg. Das solltest du auch vielleicht tun, Bruder. Und sagt so: Drink water. Das war's. Ja, Wasser ist besser. Aber geil ist, habt ihr den Dings gesehen? Habt ihr den Trainer gesehen? Nee. Wie der Trainer auch so. Der weiß, was er machen soll. Der wollte auch wegtun, dann hat er nicht gecheckt. Ey, das Mieseste ist, Aktie, 4 Milliarden Dollar Miese, Alter. Von Coca-Cola, ey. Coca-Cola, Bruder. Wegen Ronaldo oder wegen Ronaldo, Bruder. Ach, am nächsten Quatsch. Tag. Am nächsten Tag auf der Aktie, Bruder. 4 Milliarden. Die Börse. 4 Milliarden, Bruder. Niemals. 4 Milliarden. Bruder. Google hier, Journalist Google, Bruder. Okay. Ja, stimmt. Okay. Journalist, Quelle Google. Wie geht's, Bruder? Wikipedia. Wie läuft's? Was geht ab? Mir geht's sehr gut. Vielen, vielen Dank. Freue mich, dass ich hier sein darf. Ja, wahnsinniger Tag. Wo willst du dich erstmal vorstellen? Super heißer Tag. Mein Name ist Hamza. Ja, wie soll ich mich vorstellen? Was ist dein Beruf? Also fangen wir erstmal damit an. Was ist überhaupt so dein Ding? Mein Ding ist, ich bin Entrepreneur. Und das Beste, was ich machen kann, ist Talente finden und suchen. Das ist mein okay. Meisterwerk. Okay, aber ich sag dir die Wahrheit, Bruder. Ich hab mit dir geprahlt, dass du Choreograf für Justin Timberlake warst, Bruder. Yes. Oh yeah. Lass mich nicht lügen jetzt. Justin Bieber, glaube ich. Yes. Rihanna. Rihanna. Yes. Mariah yes. Carey. Yes. Yes. Oh, da hat einer seine Hausaufgaben gemacht. Der, der Journalist. Oh, sehr gut. Genau. Okay. Aber das ist eigentlich das Ding, also was so deine Highlights die letzten Jahre, glaube ich. Aber man merkt, er ist so ein humble Guy, Bro. Er könnte jetzt direkt voll. Das Gespräch so aufmachen, er hat es aber nicht gemacht. Das feiere ich natürlich umso mehr. Aber das liegt auch teilweise an deiner krassen Geschichte. Da können wir später, wenn du willst, wir können erstmal dazu ich sprechen. Ich habe Hamza kennengelernt. Wie ist da hingekommen? Oh, ja. Ich komme auf Rebellion. Hamza hat einfach. Du stand dein Hauptding bei der. Was war das Tour? Raus aus dem Zoo. Nee, nein, davor. Das nee, war nee. Nicht raus aus dem ach, Zoo. Ach Mann, was ist Hochansteckentour. Hochansteckentour. Genau. Du musst dir vorstellen, das war die schlimmste Tour der Welt, Bruder. Hamza. Aber auch die beste. Auch die beste, genau, auch die beste. Das ist meistens du meinst, die weil es so chaotisch Sachen, war? Genau, und die besten Sachen sind meistens die anstrengendsten Sachen, sag richtig, man, ne? Genau. Hamza war einfach. Die ganze Tour lang musste der hinten stehen bei der Technik. Hm. Ne, dein Platz war immer hinten bei der Technik. Genau. Du hast, glaube ich, noch keinen. Das nennt man im Haus. Im Haus, genau. Ja. Wir reden mit unserem Publikum so, Dings, weißt du? Ja, ja. Aber ist ja, wir wollen ja auch Knowledge droppen, genau, damit die Leute wissen. Recht. Da hast du recht. Und wir haben, du warst der Einzige, all die Jahre auf Tour, der Bezug zum Team hatte. Zu diesen Technikleuten. Ach so. Also waren wir der Einzige, der die kannte. Wir waren immer so auf die Bühne, hinten alles machen, in das Hotel schlafen. Klar, Bruder, weil ihr seid auf die Bühne gekommen, ist Mikrofon an? Ja, okay, lass loslegen. Aber man muss dazu sagen, nach 10 Jahren war das so Highlight. Das war für uns krass, jemand von extern zu kommen, der so Direction macht und sowas. Und das war schon anders, war schon geil. Also, es ist eine schöne Zeit, zurückzudenken. Ja, war auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Für mich auch. Das war meine erste Comedy-Show, die ich directed habe. Und Arena-Touren habe ich schon viele gemacht.
Und das war aber das erste Mal, dass ich Stand-up gemacht habe, also wirklich ohne Musik. Einen Künstler zu haben, die auf die Bühne gehen und einfach nur mit sprechen, Menschen entertainen, ne, ohne Musik, ohne gar nichts im Hintergrund, finde ich schon eine krasse Kunst. Ja, ne? Deswegen war es eine coole, ja, wie soll man sagen, Herausforderung für mich, das in Richtung Entertainment zu machen und Arena, ne, 15.000 Menschen, 10.000 Menschen, wie kann man das spannend machen, dass da einer vorne steht und redet und der 10.000. Mensch ganz hinten, 200 Meter, vielleicht kaum diesen Menschen auf der Bühne sieht, aber trotzdem irgendwie sich entertained fühlt, ne, diesen so, ne? Ganzen. Also es war eine coole Erfahrung und wir haben das gerockt. Also es war crazy. Also es war einer der geilsten, also einer der geilsten Tourstops, die ich hier mit Rebell hatte, ey. Das war schon. Ich glaube, so ein Moment war mit. Ihr habt die gesehen, die Show, ihr beiden? Bei Nicer, ja, ich war in Dortmund. Dortmund war ich. Du hast nicht gesehen, ne, Jim? Ich habe nicht gesehen, leider. Also nicht die Show. Wo Banaisa auf der Bühne ist, also man sieht ihn nicht und dann kommt er rausgeschossen. Yes. Für uns Gänsehaut-Moment. Ja. Ne? Yes, ja. Genau. Kam, erzähl nicht, dass ich den geschoben habe da hoch. Das ist schon fast wie so eine Chris Brown Show, wo der so aus dem Boden hochschießt. Für mich war das so ein Feeling, wie wo Michael Jackson aus dem Boden rausgeschossen ist. Comedy gibt es ja sonst. Nein, aber du musst überlegen, wir sind Banaise groß geworden. Ja, Banaise bleibt immer der kleine Rapper aus Neuss und so, weißt du? Und das war so boom, Alter. Ja, das war so geil. Bam, kam er raus. It is, aber du hast jetzt gerade genau das Keyword gesagt, und zwar Michael Jackson. Es gibt zwei Michael Jackson Moments, und es gibt einmal den Elevator Michael Jackson, der hochkommt und einfach nur stehen bleibt und dann eine Bewegung macht, also nach 5 Minuten erst eine Bewegung macht und dann wieder 5 Minuten stehen bleibt. Und dann gibt's den Michael Jackson, der irgendwo rausgesprungen kommt. Ja, Mann. Und das sind die Michael Jackson Elemente. Ich muss dich korrigieren, Bruder. Es gibt noch den Michael Jackson, der übers Publikum schwebt. Stimmt. Ja, genau, den gibt's auch. Bro, wenn wir da angekommen den gibt's auch, aber den gab's nur einmal. Stimmt. Die Elevator-Geschichte und dieses Rausspringen passiert öfters. Deswegen ist das so ein Key-Marketing von Michael. Und eine witzige Geschichte, ganz kurz, ich will nicht viel über das Ding jetzt sprechen, aber ich weiß noch, wo ich das allererste Meeting hatte mit den Jungs und alle ja so raw Comedians sind, ne, auf der Bühne einfach mit dem Mic. Und dann kam ich und ich habe denen halt so ein bisschen von meiner Idee erzählt, habe aber nicht zu viel erzählt, weil ich wusste, dass das zu viel ist für die. Die können das noch nicht verstehen. Mhm. Ne? Aber hab da schon einiges rausgelassen und ich habe gesehen in deren Gesichter, dass sie sich alle gedacht haben, wie jetzt? Was will der von uns? Warte mal ganz kurz, was machen wir jetzt hier? Ich dachte, ich komme einfach nur auf die Bühne, da sind 15.000 Menschen, ich rede. Genau, genau so. Und also es war am Anfang so ein Nicht-Wehren, aber es war so ein, ich weiß nicht wirklich, ne? Mhm. Aber das Geile ist dann genau die Reaktion, die du gerade gesagt hast. Dass dann so ein Benesa oder so ein Khaled oder so ein Poo und wie die alle hießen, oder heißen besser gesagt, nicht hießen, wie die alle heißen, jeder einzelne von denen, der auf die Bühne gekommen ist, ein Intro hatte, ein unglaubliches Intro hatte. Mhm. Ne? Also Benesa, wir reden gerade von ihm, weil du das als Beispiel genommen hast. Dieser Moment, wo der aus dieser Box rauskommt, das ist wie eine Welle. Ja, das ist wie eine Welle, wie ein Tsunami. Wenn du ganz hinten, ich war ja immer ganz hinten, du merkst, wie ein Tsunami, wie die Welle von vorne ganz nach hinten kommt. Dieses Staunen, ne? Wow. So, ja, das stimmt. Das ist unglaublich. Er kommt ich krieg gerade wieder Gänsehaut. Genau, und muss hinzufügen, dass vorne, als wir den rausgeschoben, ist es genau dasselbe. Du spielst genau wie es von hinten so. Wow, es ist Banaisa. Und dann, wow, Alter. Ja. Boah, Junge. Richtig, Hakim war ja einer der Securities, Man in Blacks, die rausgekommen sind und ihn rausgeschoben haben. Das hat übrigens auch Probe gekostet, ne? Das war nicht so einfach, ne? Echt? Ja. Wieso? Das Ding ist, wir reden hier Dings. Aber was für eine Box, so eine David Copperfield-Box-mäßig? Nee, genau. Das ist, wir reden hier so ganz offen, weißt du? Es war die Frage, ey, holen wir jetzt zwei Leute, die wir dafür bezahlen oder nicht? Das war die offene Frage. Irgendwann war das andere Management und ich waren so, wieso, ey, Alter, wofür jetzt jemanden suchen, der das macht? Komm, fuck it, wir machen das selber. Weißt du? Denken wir so, weißt du? Da haben sie, ey, Jungs, ihr müsst das genau on point machen. Wieso, ey, da ist eine Kiste rausschieben. Weißt du? Was auch zehnmal, zwölfmal. Echt? Ja, Bruder, da ist ein Mensch drin. Ja, also irgendwann haben wir so, okay, wenn wir den fallen lassen, erstens peinlich. Auch nicht jede Bühne ist gleich, nicht je uneben oder was auch was immer. Was haben wir, 15 Stopps, 16 Stopps, irgendwie sowas, glaube ich. Und das war ja so, da ist ein Mensch drin, du hast keinen Bock, den fallen zu lassen, dann darfst du die Show nicht blamieren. Ja, weißt du? Ja. Wichtig ist auch das Timing. Es ist vielleicht geht die Tür nicht auf und klemmt mal, es gibt ja alles, Alter. Nee, und der hat recht, das lief auf dem Beat. Es lief auf dem Beat und das war das Allerwichtigste. Dass stimmt, immer weil der da raus musste, ne? Rechtzeitig rausgehen und rechtzeitig diese Box hinstellen
ohne dass sie sich bewegt. Die müssen die hinstellen, sodass sie nicht mehr wackelt, genau, damit der Bernacer da drinnen auch rauskommen kann. Ja. Sonst hat er das Gefühl, dass er kippt. Ja? Genau. Und dieses Timing einzuhalten, ist das, was wir die ganze Zeit geübt haben. Und das haben also alle Jungs nicht verstanden. Aber jeder hatte ja ein Timing. Der eine hatte eine Timing, wann er aus der Box kommt, der eine hatte eine Timing, wann er hochkommt. Also so, warte mal, wie jetzt? Warum? Ich muss doch einfach nur raus. Ja, aber war crazy. Das Ding ist bei Comedy, du kannst halt... Comedy ist das einzige Geschäft, wo du auf der Bühne Scheiße bauen kannst und vor dem Publikum sagen kannst, okay, ey, das machen wir nochmal. Ja. Du gehst raus, haha, alle lachen. Ja. Ist da mal eins schief gegangen? Das war eine Show, Alter. Nee, wir sind eiskalt durchgebrochen. Nein. Wir haben krass geprobt. Ja, krass, stimmt. Und ja, ich habe die Jungs, glaube ich, ganz gut gezügelt. Von daher hat das alles ganz gut geklappt. Okay. Und wenn man hervorheben muss, wirklich, von allen, ist Salim. Yes. Der wirklich, ey, Salim war... Also Herzinfarkt-Modus, ne? Der war so, als Hamza den die Idee gesagt hat, war bei dem Alarm. Mit dem Kamiamia war das. Genau, und der muss diesen Move machen von Jackson mit Moonwalk. Ja, für ihn war so, ey Leute, ich bin Stand-Up-Comedian, Alter. Was für jetzt? Echt? Das sah auch so, ey, als ob er das unbedingt wollte. Nee, ich habe noch nie mit dir darüber geredet. Am Ende des Tages, ich glaube, dass die beste Einlage hat Salim abgerockt. Ja. Das war schon krass. Auch, ja, weil ich dachte, das ist genau sein Ding und der wollte das unbedingt machen. So kam das rüber. Aber das ist genau sein Ding. Das Ding, so... Das muss man manchmal den Leuten klar machen. Genau. Weißt du, warum ich Hamza, Bruder, weißt du, warum ich feiere? Der hat dieses, worüber wir immer reden, wir haben diese Position, wir müssen den Künstlern immer sagen, was in denen steckt. Ja. Das ist diese Außenbetrachtung. Ja. Du kennst das, glaube ich, genauso gut. Ja, genau, das ist es. Du hast, das habe ich ja gerade gesagt, ist Talent erkennen, ne? Mhm. Und aus jemandem etwas rauszuholen oder etwas zu sehen und das versuchen zu verbessern oder einfach nur denen zu zeigen, dass diese Person das hat. Mhm. Und als Director musst du ja genau das herauskristallisieren von einem Künstler. Ja, das stimmt. Du musst von raus immer gucken, okay, was kann ein Künstler und was ist in dem drin und was widerspiegelt den Künstler. Und das habe ich bei jedem Einzelnen gemacht. Jedes Intro hat zu jedem gepasst. Ja, Mann. Auch wenn sie das am Anfang nicht verstanden haben, aber nach der Tour oder in der Mitte der Tour, irgendwann haben sie gesagt, warte mal ganz kurz, das ist crazy, das bin ich. Das ist so verrückt. Ja. Aber das hat erstmal gedauert. Ja. Ja, aber ich habe es natürlich schon von Anfang an gesehen. Und bei Salim war es genau das gleiche Ding. Ich habe gesagt, ey, das ist er. Und er sagt sich, nein, ich tanze nicht, ich mache sowas nicht. Auf keinen Fall. Was soll ich machen? Der hat so eine Wassersprühflasche gehabt und so einen Gag gemacht, als würde er sich seine Schuhe da ansprayen, damit er besser den Moonwalk machen kann. Und nein, auf keinen Fall. Und ich will... Und was passiert? Ja, das Ding gerockt. Die Leute sind so gerockt. Und am Ende, er hat das so krass gemacht. Boah. Der war so da drinnen, am Ende, der war Son Goku einfach. Ja, so, ich mach das jetzt einfach. Ich hab's auch hart gefeiert. Meinst du, das ist so eine Sache, die du mehr oder minder auch aus deiner Karriere heraus, auch aus dem Tanzen, dass du sagst, weil man kennt jetzt ja von den Amis, dass Entertainment ganz vorne steht, egal was man macht, ob es jetzt Stand-Up oder Mucke ist, dass einfach auf der Bühne immer so eine gewisse Art Action passieren muss. Ist das eine Sache, die du von da so mitgenommen hast? Die so eingeflossen ist, oder ist das einfach, weil du fühlst, ey, die müssen einfach irgendwas anderes machen als die normalen Stand-Up-Comedians in Deutschland? Also ich muss da mal ganz kurz von vorne anfangen, bevor ich zu dieser Frage komme. Das ist eine gute Frage, die ist auf jeden Fall zu 80% richtig, aber 20% war von Anfang an, seitdem ich Musik gemacht habe, getanzt habe, ich war immer so im Bereich Entertainment, das war niemals nur wirklich Tanzen, ja. Es war also eigentlich alles, was so mit, ich gehe auf die Bühne und versuche die Menschen zu entertainen, seitdem ich schon 10 bin. Und es war immer... Was kann ich machen, was noch keiner gemacht hat? Mhm. Ja? Und wenn es auch nur auf die Bühne gehen, okay, ich habe gesehen, der geht jetzt gerade auf die Bühne, derjenige, und der macht die gleiche Show, die ich mache. Was kann ich anders machen? Na, warte mal ganz kurz. Der hat ja nur ein T-Shirt an. Ah, okay, ich hole einen Anzug. Mhm. Also einfach nur dieses, was einfach anders machen. Ja, damit am die Leute, noch so einen Blitzer anzug, genau, damit die Leute sagen, wenn die nach Hause gehen, ey, da waren zwei krasse Typen, aber der mit dem Anzug war krass. Ja, okay, weil es okay, der okay. mit dem Anzug. Ja. Es ist nicht einfach nur ich glaube, der hat ein T-Shirt angehabt irgendwie. Ja. Nee, das war der mit dem Anzug. Ja. Und das war immer so in mir drinne, aber unbewusst. Ich wusste, ich habe es natürlich nicht gemerkt damals. Ne? Und ich war auch immer derjenige, der Leute haben immer gesagt, okay, wir müssen eine Show machen, wir müssen das machen, haben wir alle so gemacht. Die anderen haben auf mich gewartet. Hamza, mach was. Genau, so mit 13, 14, 15. Und ich habe immer unbewusst dann immer so das Ding so in die Hand genommen und gemacht. Mhm. Aber dann Amerika hat natürlich dann mich komplett geprägt. Dann, das ist genau richtig. Da habe ich gemerkt, warte mal, es ist Showbusiness. Ja. Das alles, was auf der Bühne passiert, muss choreografiert sein. Ja, Mann. Und choreografieren bedeutet nicht tanzen, sondern choreografieren heißt wirklich alles. Von Sprechen, aber von Reden bis Laufen. Wie viel Improvisations... wie viel improvisieren kann man da? Also... Es ist halt immer gut, wenn man das bis on point, oder machen die Amis das komplett bis zum Ende durch? Manchmal hat man das Gefühl, es ist halt komplett bis ins Detail
durchgeplant. Mhm. Wie viel improvisieren kann man da? Also im Musikgeschäft ist alles durchchoreografiert. Selbst der selbst Sprechen. Genau, selbst das Sprechen. Das heißt, wenn ich eine Show choreografiere, egal für welchen Superstar, also wirklich Superstars, von Beyoncé bis Justin Timberlake, ist alles choreografiert und alles genau geplant. Der Künstler weiß ganz genau, ich performe jetzt 3 Songs und weiß genau, wo ich wo immer sein muss. Und weiß, erst nach den 3 Songs sage ich erst, what's up, Los Angeles? Okay. Also das ist immer dasselbe, egal in welcher Stadt wir sind. Und er weiß, nach dem 3. Song, nachdem ich What's up, Los Angeles gesagt habe, warte ich auf deren Reaktion und dann kommt der und der Song. Und danach sage ich, feels good to be here. Und dann kann ich mit den Leuten reden. Und es ist immer der gleiche Text. Das, okay. Es ist immer der, und Leute sagen, oh, der ist so, die sind so krass, die machen das so locker aus. Nein. Die kochen auch noch mit Wasser. Das ist alles trainiert und das ist alles choreografiert. Mhm. Und deswegen sind die, was Entertainment angeht, da, wo die sind. On point auch. On point. Wie ist das, wenn man jetzt zum Beispiel so einen Salim, den hat man jetzt gecatcht, bei ihm ist es vielleicht noch so, da kannst du, hast du freie Hand, man hat nicht so viel, was man aufgreifen muss, was er bisher getan hat. Mhm. Bei so einem Justin Timberlake ist es anders. Der hat ja schon eine Story hinter sich, der hat ja schon Sachen performt und so weiter. Ist es, welche Schwierigkeit ist es bei dem, dann das zu catchen und das, bei das, was du an Stärke von Salim hast und rausholst, das aber bei Justin auch zu machen. Also, dass du... Ja. Also, das, du kannst natürlich bei einem Justin Timberlake, kannst du nicht mehr irgendwie was Neues rausholen. Ne? Das ist Justin Timberlake. Also ich habe den jetzt nicht angefangen zu choreografieren, wo der noch im Disney-Club war, sondern ich bin erst dazugekommen bei Future Sex Love Sound. Das bei dieser großen Madison Square Garden Geschichte, wo die Bühne in der Mitte war? Genau, richtig. Bro. Genau, das war einer seiner krassesten Konzerte. Einfach. Da bin ich dazugekommen. Das heißt, der war schon der, der er ist. Ne? Aber wichtig ist, als Creative und egal, auch wir als Leute, die versuchen, Leuten was mitzugeben, ist, dass du selber wirklich an dich glaubst, weil dann fängt es ja an. Du musst ja komplett hundertprozentig hinter deiner Meinung stehen, klar, ne? Egal wer vor dir ist. Weil das ist nicht so einfach, wenn so ein Justin Timberlake dich anguckt und du versuchst dir jetzt zu sagen, ey, das war nicht so cool, was du gemacht hast, aber wir könnten das so und so machen. Und dann hinterfragst du dich natürlich im Unterbewusstsein, warte mal, du hast das gerade zu dem Typen gehabt, der 1 Milliarde Shows schon gemacht hat. Mhm. Du hast noch nicht mal 10 gemacht und du willst dir jetzt erzählen, aber es ist wirklich deine... Suchen die das? Also, die suchen das, genau. Die wissen schon ganz genau, wen die in ihr Team lassen. Und die suchen Leute mit Charakterstärke, die ganz wichtig sind. Und die suchen auf jeden Fall keine Leute, die mal zu alles Ja sagen. Das ist ganz, ganz wichtig. Auch kann man Nein sagen, ne? Ja, klar. Nein sagen, aber auch Nein mit Hintergrund. Aber mit, so, ey, du hast es schon geil gemacht, sollen wir das aber nicht so machen, vielleicht geht's besser. So. Ja, richtig, ja, mit Substanz. Dein Nein muss nicht einfach ein Nein, sondern ein Nein. Klar. Wir können das und das und das machen und dann wird das so und so sein. Ja. Und dann, wenn du dich einmal, zweimal, wie soll man sagen, dich geproved hast, also gezeigt hast, dass das wirklich funktioniert, die gesagt haben, oh shit, das war doch geil, was er gesagt hat, dann wissen die, okay, der ist safe, der Typ. Ja, mit dem können wir weitermachen. Hattest du so einen Moment mit ihm? Ja, so bin ich ja in sein Team gekommen. Genau. Was war das für ein Moment? Also wo hat er gesagt, oh, jetzt hat er mich. Der hat mich eigentlich, ich habe damals für Fergie choreografiert, ich war mit Fergie auf Welttournee und habe für Fergie auch den Rap-Part gemacht von Will.i.am auf Tour, ja, weil der Will nicht mit auf Tour gegangen ist. Und Justin ist gekommen als Gastauftritt bei Where's the Love. Ah, okay. Ist Justin gekommen, da waren wir in Texas, haben wir so eine Show gemacht und dann ist er gekommen und hat Where's the Love gemacht. Und dann musste ich da ganz kurz die Leute choreografieren, wer wo steht und wann Justin wie was das Mikrofon bekommt und reinkommt. Und er hat das einfach gefeiert, wie ich das alles schnell geregelt habe, ohne großartig jetzt da Heckmeck zu machen. Und er fand das einfach gut. Ich kannte ihn schon vorher, der wusste schon, wer ich bin, aber ich habe noch nicht mit ihm gearbeitet. Und so ist das dann zustande gekommen, das allererste Mal, dass er gesagt hat, ey, der Typ, der weiß schon, was er macht und der ist fit, der ist schnell. Geil. Und Hat er da so einen Spitznamen, der German Guy mäßig so? Nein, gar nicht. Aber ich habe. Aber war es also schon voll so? Also man ist da schon sehr, sehr teammäßig, sehr close wahrscheinlich mit den Leuten nach einer Zeit, ne? Ja, klar. Ja, auf jeden Fall. Aber meine Anfangszeit in LA war genau das, was du gerade gesagt hast. Ich war der German Guy,
der aussieht wie ein Puerto Ricaner, aber Araber ist. Also das war mein Ding. Ja, genau so. Aber die Leute haben sich gedacht. Genau so. Die Leute haben sich gedacht, wer ist dieser Typ? Ne? Der, so, nee. der sagt, der ist, kommt aus Deutschland. Der verstehe ich aber Scheiße, nicht. Das kann nicht sein. Ja, aber der sagt, der ist Marokkaner, also der Araber. Der ist bestimmt auf Flucht. Aber ich schwöre, der sieht aus wie Puerto Ricaner. Genau so. Die ganze Zeit. Die Leute auch mich immer auf Spanisch. Hast du auch schon mal, dass ein Hispano zu dir gekommen ist? Ach, mit die ganze Zeit. Ja. Also nonstop. Ja, die Leute haben mich voll gelabert. Und ich so, ey. Ich verstehe gar nichts. Ey, aber das Krasse ist, warum die Leute unterschätzen das manchmal, woher du kommst auch. Also du kommst ja wirklich... Also ja, warte, das ist nämlich das Heftigste eigentlich. Guck, du hast Leute wie von einem Banaisa Salim von Rebel Comedy über Justin Timberlake, Justin Bieber, Mariah Carey, Alter. Erkennst deren Talente, deren Stärken, das Potenzial, was noch in denen drin ist und pushst das von Tour zu Tour immer wieder hoch. Wann hast du dein Talent entdeckt? Tam, Bruder, jetzt hast du was Schlaues gesagt. Das Schlaue wollte ich sagen, Bruder. Du hast richtig, ihr, für euch, Cenk hat was Schlaues gesagt. Nee, wann hast du gemerkt, so, das ist in mir, das ist genau das, diese Stärke, die will ich rauslassen? Wallah, meine Introduction war besser, Bruder. Ich wollte sagen, wann hast du das... Ja, sag, lass raus, komm. Nein, das Ding ist, warum? Das Ding ist, du hast ja diese Talente entdeckt. Du hattest ja niemanden, weil das meine ich damit, warum ich was anderes dazu hinzufügen wollte, ist, woher du kommst. Du kommst auch auf einfachen Verhältnissen, Mülheim an der Ruhrpott so. Genau. Und wir hatten nicht diese Möglichkeiten, dass uns jemand sieht und sagt, hey, du kannst das und das. Da war kein Hamza. Da war kein Hamza, genau. Genau, da war kein Hamza. Und wir reden oft in dem Podcast auch darüber, so dass wir aus so einer Zeit kommen, wo wir kein Internet hatten und sowas, wo wir uns inspirieren lassen, worüber wir uns auch manchmal lustig machen, diese ganzen YouTube-Trainee, die sagen, hey, fang dein Leben morgen neu an und sowas. Wir hatten das alles nicht, weißt du? Was hat dir den Kick gegeben, zu sagen, ey, meine Jungs sind vielleicht Knast oder keine Ahnung was oder was weiß ich was. Ich gehe geradeaus. Weil du hast ja nicht geplant, weißt du was? Ich fahre nächstes Jahr jetzt nach Amerika und mache mal Choreografien für Justin. Genau, habe ich nicht geplant. Aber es gab keinen Hamza, ja, es gab aber meinen Vater. Aha. Also mein Vater ist mein größter Supporter gewesen, immer schon. Tanzt auch? Nein, der tanzt gar nicht. Und dein Großvater war das, sorry. Genau, aber krass. Wow. Ich sag ja, der hat seine Hausaufgaben. Wow. Warte mal. Crazy, Alter. Wow, Alter. Krass. Feierlich. Ey, genau. Sat.1 oder CIA? Das gefällt mir. Genau, mein Großvater war ein riesen Folklore-Tänzer in Marokko. Krass. Bei uns in unserer Stadt Boujda. Und war so einer der heftigsten, das nennt sich Halawi, dieser marokkanische Folklore-Tanz aus Boujda. Und war einer so der heftigsten Tänzer, was das angeht. Der war unglaublich. Ne? Also Tanzen war immer in meiner Familie, krass, die ganze Zeit. Wir haben auch zu Hause immer so Sessions gemacht. Ne? Und Halawi ist verbunden mit Trommeln. Ne? Das heißt, du hast so Trommeln, die werden gemacht aus Schafsleder. Und dann die Frauen trommeln oder die Männer können auch diesen Beat machen. Und die Männer tanzen dann dazu. Ne? Mhm. Das ist so ein bestimmter Tanz mit Stöckern und Schultern und so alles. Und und deswegen Tanzen war immer, Rhythmus, Musik war immer bei mir zu Hause, die ganze Zeit. Mhm. Und das habe ich auf jeden Fall aus von meinem Großvater, hundertprozentig. Ist krass, dass du es gesagt hast. Respekt. Echt, Alter, nochmal für dich. Crazy. An alle Fernsehsender, ihr wisst Bescheid. Ja, Mann. aber mein Vater ist ehrenamtlicher Politiker. Ah, okay. Und Akademiker. Und sehr belehrt, und mein Vater war unser größter Supporter von Anfang an, von allen meinen Brüdern. Wir sind alle bei uns zu Hause selbstständig, also jeder ist Unternehmer bei uns. Und mein Vater hat immer einen großen Spruch an der Wand gehabt. Er hat immer zu uns gesagt, ihr könnt alles schaffen, was ihr wollt, ihr müsst euch nur selber treu bleiben. Hammer. Das war immer sein Ding. Und das hat er uns auch gesagt. Also er hat uns in die Augen geschaut und uns das auch immer gesagt. Mhm. Ich hatte mit meinem Vater einen Deal, ich habe denen gesagt, ich mache meine Schule zu Ende. Wir haben einen Vertrag gemacht, also wirklich einen schriftlichen Vertrag, ne, mit Unterschrift und so alles drum und dran. wenn du die Schule schaffst, das und das und das und das, dann darfst du nach Amerika. Ah, und dein Traum leben. Krass, krass. Ja. Okay, krass. Den Vertrag haben wir gemacht, 2 Jahre bevor ich gegangen bin. Ich habe mein Fachabi gemacht und habe noch nicht mal das Zeugnis abgeholt. Ich habe nur mein Fachabi gemacht. Ich wusste, Zeugnis brauche ich nicht. Ich bin an der Zeugnisaufgabe, war ich am Flughafen. Krass. Und ich wusste, ich habe das Ding in der Hand. Bin zu meinem Vater gegangen. Ich sehe, ich habe das jetzt.
Und dann haben wir den Vertrag rausgeholt, dann haben wir den, hat mein Vater den noch einmal förmlich durchgelesen. Ah, ey. Und dann hat er mir gesagt, ja, jetzt bist du bereit und jetzt kannst du gehen. Und, Allah, okay. Sehr genau. Cool. Und du schaffst das. Und das war halt, also das war immer so bei uns ja, groß an den Wänden geschrieben, ne? Dieses, dass du alles schaffen kannst, wirklich. Aber wo ich das dann wirklich gemerkt habe, es war immer nur halt, es wurde gesagt und wir wussten das und ja, du musst stark sein und bleib dir selbst treu, aber das als Kid, als Teenager. So Ist wie Trockenschwimmen, ne? Genau, richtig. Ja, klar. Bis du nicht selber das erlebst, ist wie wenn du redest über Boxen, aber warst noch nie im Boxring. Ja. Wenn du einmal im Boxring bist, ist es anders. Ne? Dann bringt dir das ganze Reden nicht. Und dann habe ich das erste Mal gemerkt, wo ich in L.A. war, wo ich, ich bin da angekommen, natürlich hat keiner auf mich gewartet, ne? Kein roter Teppich wurde da aufgelegt und alle gesagt haben, Hamza, bist du endlich, let's go. Ich habe gar nichts gemacht. Genau, genau. Du warst mal der Mexikaner, der Asyl habe. Ja, auf jeden Fall, hundertprozentig. Aber du hattest schon erstmal ein direktes Ziel, du wolltest in diese bestimmte Tanzschule. Wo bist du denn erstmal dahin, Bro? Du bist einfach in L.A., du kennst da nichts und niemanden. Was hast du da gemacht? Wie bist du da, wo ist es losgegangen? Also, ich fange von ganz vorne an. Aber ich glaube, für die Zuschauer ganz wichtig, die sind gerade ein bisschen durcheinander. Ich muss ganz an der Stelle sagen, wie so ein Bartsch mein Vater ist, weil seitdem Allah irhamu mein Bruder gestorben ist, mach ich die ganzen Verträge mit Sfern Dalia. Echt? Ich mache auch so Verträge mit dir. Ach, geil. Ich mach's auch. Das ich feiere das mit voll gerade. Mit meiner also die Kinder von meinem Bruder. Ach so, okay. Wenn ich was mache, ich hab jetzt gerade mit denen einen Deal am Laufen. Ja, super, ist wichtig. Ich kann nicht darüber reden, aber es ist ein Deal, unterschriebener Deal. Ey, Hammer. Ich super. Find ich finde das richtig krass cool. Feier ich, dass du mir gerade erzählt hast, dass jemand anderen vor mir gehabt, der das auch schon gemacht hat. Hammer. Mach das auch mit meiner Tochter, also meinen Kindern. Das ist schon, und das ist schon krass. Das macht viel aus, ne? Wenn man das Visuelles vor dir liegen siehst. Ja, auf jeden Fall. Habe ich angefangen zu tanzen, als ich 10 war. Also immer schon getanzt, klar, aber jetzt so was anderes getanzt, außer dem marokkanischen Folklore-Tanz, war so wirklich so mit 10. So, ne? Wir haben natürlich alle Michael Jackson nachgemacht, das haben wir alle gemacht, die wir im Raum sind. Ne? Vom Spiegel gedreht, am Schritt gefasst, irgendwie Haare nass gemacht, die Locke so gedreht und so. Diese eine Locke und diese eine einzige Locke. Weiße Shirt. Genau, aufgeschnitten hier mit Schere. Hundertprozentig. Das Krasse ist, ich habe keine Locken. Bei mir haben alle Locken. Mein älterer Bruder und meine ältere Schwester haben alle Locken, nur ich habe keine. Und ich habe mich voll aufgeregt darüber. Und dann habe ich mich immer so, ich glaube, die lockt sich noch. Die war so leicht gewählt. So, bitte, Locke kommt. Er hat immer gebetet, dass Michael Jackson nicht irgendwann die Haare kurz macht. Auf jeden Fall, und dann mit 10, also erste Mal so wirklich so die ersten Shows gehabt als Michael Jackson. Ich habe so Michael Jackson nachgetanzt in den Schulen und dann bei mir im Kampfsportverein, in den großen Kampfsportveranstaltungen, habe ich dann in den Pausen so Michael nachgemacht und so immer Billie Jean Shows gemacht. Und dann mit 11, 12 habe ich dann so die ersten anderen Tänzer kennengelernt im Jugendhaus, die dann so auf einmal angefangen haben zu breaken. Ne, und dann auch so New Jack Swing heißt das. Okay. Ne? Ja, du bist ein Neuss, ne? Bruder. New Jack Swing ist genau. Kommt eigentlich aus Neuss. Haferstraße. Genau. Neuss Jack Swing. Hit me with the Neuss. Genau. Und da habe ich gedacht, oh shit, das ist crazy, was sie da machen. Ne? Und witzigerweise einer der ersten Leute, die mir New Jack Swing beigebracht haben, jetzt kommt's, den kennt ihr alle. Manuelsen. Nein. Yes. Krass. Da war er noch mit Ramsi unterwegs. Nee, das war noch vor Ramsi. Das war noch vor Ramsi. Muss noch schon vor gewesen sein. Ja. Ihr kennt euch ja so Kinderalter, ne? Ja, Manuel, der hat mich zum Kindergarten gebracht. Ja, krass. Einer der besten Freunde von meinem Bruder gewesen. Krass. Von klein an, auf der gleichen Straße. Obwohl, das passt, weil er ist die Generation New Jack eigentlich. Genau, der ist voll New Jack. Der ist voll drin. Voll der heftige New Jack-Tänzer gewesen. Also, crazy. Krass. Der hat noch so Dreads gehabt früher, ne? Die waren so leicht blond. Crazy Legs genannt. Der war echt heftig. Und dann New Jack Swing getanzt, gebreakt und alles drum dran gemacht und dann angefangen Shows zu machen, wie alle früher, ne? Immer eine Tanzgruppe gehabt. Ne? Richtig geile gelbe Outfits gehabt von Karl Kneid, diese Trainingsanzüge, Hightechs, ne, ach crazy. Und dann Shows Karl gemacht. Karl Kneid, den du übrigens später, das kommen wir gleich zu, auch in L.A. kennengelernt hast. Richtig. Ja. Homie. Tommy, wie Hausaufgaben habt ihr gemacht? Tschüss, ich bin heute so ohne Hausaufgaben. Ich hab ein bisschen abgeschrieben heute. Ich hab gemogelt. Nee, das Schlimme ist, ich lade den ein, ich weiß nichts. Blamiert mich. Aber das ist gut für die Zuschauer, so kriegen die natürlich voll viele Informationen, die du auch nicht wusstest. Ja, das stimmt. Guck mal, gut für alle. Und das sieht ja so aus, als ob ich nichts machen würde in dieser Show. Das ist schlimm. Erzähl weiter, Bruder. Die zwei haben sich vorbereitet, Mann. Super. Ja, und dann die ersten Shows gemacht. Ich hatte damals einen Tanzpartner, der heißt D-Nice. Ja? Der kommt aus Düsseldorf.
Und er wohnt jetzt in Düsseldorf, kam damals aus Essen. Und Essen, Mülheim, das ist alles eine Clique gewesen früher. Und wir waren gleichen Alter, zwei Jungs, 14 Jahre alt, frische Klamotten gehabt, auf die heftigsten Musik getanzt. Und wir waren so krass damals, also 14-Jährige, das war unglaublich. Ne? Wir sind auf die Bühne gekommen mit Special Effects. Ja. Und so voll die krassen Sachen gehabt. Und alle so, oh mein Gott, wer sind diese Kids und so, ne? Und so haben wir auf uns aufmerksam gemacht und dann kamen so die ersten Shows, ne, von damals, wie wir interaktiv, Mola hat uns gesehen, R&G von so früher. Krass. Okay. Ja, 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 war richtig krass. Krass. Und ja, und dann kam so die allererste Tour mit 15, so richtig Tour. Krass, ja, so okay. Deutschlandweit. Das war damals French Affair, hieß die. Okay. When I'm walking down the street, my heart goes boom. Ja, da war ich mit ihr auf Tour. Und dann offenbar hast du gemerkt, oh, du kannst damit Geld verdienen, ne, und crazy, du machst dein Ding, du kannst damit wirklich irgendwie was aufbauen, ne. Wir wussten natürlich damals noch nicht, dass es eine Art Choreograf gibt, Direct, das wussten wir alles. Ne? Ja, wir wollten einfach nur tanzen. Andere Welt. Gefühl so, ne? Ey, könnt ihr irgendwas? Ja, zeig mal, cool, mach da einfach. Das auf der Bühne, einfach Freestyle. Ne? Ja. Also, das war das Ding. Ja, und dann hat man sich natürlich, wurde man immer besser, man wurde immer klüger, immer schlauer. Man kann das und das und das und das machen. Und dann so mit 17, nachdem du noch mehrere Shows gemacht hast, mit mehreren verschiedenen Künstlern natürlich, also wirklich alle damals, die am Start waren, ne? Also diese Viva Interaktivzeit, die habe ich ja komplett mitgenommen. The Dome und so alles. Ach, okay, ne? Die ganzen Classics. Also alles, diese ganzen Bravo Shows. Bravo Super Show, alles. Ja. Ich war auf jeder Show, ich und meine Crew, wir waren überall. Und dann kam Sarah Connor. Ja, und Sarah Connor wurde dann der absolute Superstar hier in Deutschland. Ja. Ne? Und wir waren dann nach dem Feature mit TQ. Genau. Nach dem Feature von TQ, genau. Ja, und wir waren dann so das Choreografie-Team. Ne? Wir waren am Anfang so Tänzer von denen, D-Nice, ich, Claude, da waren noch so tausend andere Leute noch dabei. Und dann habe ich mich so langsam zum Choreografen entwickelt von Sarah mit jemand anders noch. Und ja, dann habe ich mir so wirklich so. Da warst du 15, 16 dann, oder? Nee, da war ich 17. Okay. Da war ich 17. Auch krass. Auch krass, und, mit 17 einfach Dings. Ja, ja, mit 17, dann machst du die großen Dome-Shows, Bravo-Super-Shows, so richtig mit Konzept schon. Ne? Also wir haben da schon, klar, ich war voll inspiriert von Usher und alles. Ja, klar. Ist ja ganz klar. Ja, ja. Aber wir haben schon so Shows gemacht, wir kamen auf die Bühne so mit Sarah, wir haben so Dice gespielt auf der Bühne. Ne? Geil. Karl-Kanal-Klamotten, ne? Die so, hey, what's up, weißt du, so voll die crazy Sachen. Und dann rein in die Routine. Und also so richtig so Next-Level versucht, Sachen zu machen, nicht wie die anderen. Traum gelebt, so, ne? Ja, ja, wir haben versucht, so wirklich so MTV Music Awards zu machen, ne? Nicht wie die anderen, die kamen auf die Bühne, einfach haben ihr Ding gemacht und so, ja, ich will jetzt keine Ahnung. Ich hatte fast was gesagt. Okay, jetzt hau raus. Was, Bruder? Ja, genau. Aber genau, und dann war so, okay, wir müssen auf jeden Fall immer was anderes machen, was Neues machen, Freshes machen. Ja, und dann so hat man sich dann in Richtung Choreografie entwickelt und dann auch mehr Verantwortung bekommen. Ne? Und ich habe gemerkt, dass mir das wirklich liegt und die Leute mir auch dieses Vertrauen schenken. Ich war halt immer einer, auf den man sich verlassen kann. Und dann kam auch diese Stärke, die ich damals auch noch nicht wusste, aber die sag ich gleich erst. Ja? Und dann, die hat immer eine größere Rolle gespielt. Ich habe sie aber nie bemerkt. War immer da und die hat mir immer geholfen. Das war die mich nach vorne gebracht hat, jedes Mal. Und dann habe ich in Deutschland eigentlich alles gemacht. Mit 18 habe ich alles hier schon durchgemacht. Du warst schon durch, also, jeder ne? Show. Aber wart ihr so allein unterwegs oder hattet ihr eine Agentur oder habt ihr euch irgendjemand an der Hand genommen? Nein, keine. Ihr seid einfach durchgerockt. Wir haben einfach durchgerockt. Self-made. Wir wussten wahrscheinlich selber nicht, was passiert gerade. Nein, ne? Wir wussten auch nicht, was passiert. Also wir wussten schon, da mit 17, 18 wussten wir schon, wo der Hase langläuft. Langsam langläuft. Aber mit 14, 15 haben wir keine Ahnung gehabt. Aber wir waren in jedem Club auch damals. Ja. Königsburg, Checkers. Also wir sind überall aufgetreten. Ja, ne? Also man hat uns wirklich, man kannte uns überall. Ne? Die ganzen DJ kannten uns. Wenn wir reingekommen sind, DJ Sydney Fresh und die ganzen Leute von früher. Ja, ja. Wenn die uns gesehen haben, die haben, oh shit, D-Nice, hops up, und dann haben die direkt, ich weiß doch, jedes Mal. Haben die direkt Platz gemacht auf Tanzfläche. Genau so, der DJ so, it's 2 o'clock, circle, circle, circle. Und du so, oh mein Gott, eigentlich hast du keinen Bock. Und die so, hams up, where you at? Du bist irgendwo in der Ecke, du denkst, aber dann geht der Beat an, Bruder, und du gehst automatisch. Dann kam New Jack Swing, dann weißt du wahrscheinlich, 2 can play that game. Oh shit. Das war crazy. Genau. Sobald der Drop kam. Wenn der Drop, der ganze Club, dann da 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 da. Guck nicht alle an, was ist das? Also, wir haben unseren Namen eigentlich in den Clubs gemacht. Also, so wurden wir immer, dann haben uns immer Leute gesehen, ah, die.
Genau, wie es eigentlich üblich war zu der genau, Zeit. So weiß genau, muss genau. In die Clubs. Ja. Genau, der Club war so dein Social Media, ne? Ja, genau. Dass sich dann die Leute sehen und auch die ganz normalen Menschen über dich sprechen, das ist ja ganz, ganz wichtig auch. Boah, ne? Klar. Weil die kennen immer irgendeinen. Die reden, was? Ich kenne da zwei, die sind richtig krass, die sind immer im Checkers und bla bla bla. Das Beste bleibt die Mundpropaganda. Ne? Genau. Klar. Ja, und so haben wir uns dann natürlich unseren Namen gemacht, wo wir dann 15, 16 waren, 17. Und dann mit 18 waren wir wirklich eigentlich schon alter Hasen. Ne? Wir wussten schon wirklich so, was abgeht. Ne? Am Tauchen schon. Halt. Manche haben mit 30 noch nicht. Ja, ja und dann habe ich gemerkt, das wird mir zu klein hier. Aha. Ich muss weiter. Ich muss es weg. Fehlt was. Irgendwas fehlt. Ne? Ich habe jetzt alles gemacht und irgendwie das brennt, das macht mich jetzt irgendwie hier nicht mehr glücklich. So, ne? Nicht mehr glücklich. Ich muss irgendwie weiter. Und ich habe mich immer mit Amerika befasst. Usher, einer meiner größten Vorbilder in Richtung Musik und Tanz, Entertainment für mich gewesen. Und ich kannte natürlich auch die ganze Crew, wer die Tänzer sind und wer der Typ ist, der die Tänze erstellt, ja, Choreograf und so. Das war noch nicht so wirklich so am Start. Ne? Und dann habe ich mal Research gemacht und bin ich immer auf diese eine Tanzschule gekommen. Das ist Millennium Dance Complex in Los Angeles. Immer wieder. Ja, 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 okay. Die gab es damals schon. Und immer wieder trainieren, Millennium Dance Complex Germany, Usher ist Millennium Dance, Justin Timberlake, NSYNC, Backstreet Boys, Britney Spears. Und ich sehe immer im Internet, dann auf einmal im Fernsehen siehst du auch, wie die so Britney Spears aus Millennium rauskommt, in ein Auto reingeht und es ist immer dieses Logo. Mhm. Ich so, da muss ich hin. Ich so, ich muss da hin, weil da sind doch alle. Genau. Also ich muss genau dahin, wo alle sind. Genau. Weil hier wird nichts passieren. Genau. Und dann habe ich einfach meinen Rucksack gepackt und bin nach L.A. zum Millennium Dance Complex. Krass. Ich hatte diese eine Adresse. Das war das Millennium. Englisch ist mein Schulenglisch. Ne? Und natürlich das Allerwichtigste, wie wir alle Englisch gelernt haben, Filme und Musik. Ja, ganz klar. Normal, ne? Also Texte von also Songs. Also Schulenglisch plus. Ja. Schulenglisch plus. Also meine Englisch waren immer Lines. Ja. Ne? Lines, immer Lines. Immer Lines von Songs oder von Filmen. Ja. Und das war auch krass, wo ich dann da war. Weil die Leute so, ey, diese, ich glaube, ich kenne dich irgendwoher. Weil die denken, die kennen mich, aber nur weil ich was gesagt habe. Die kennen die Zeit. Wie heißt der Bruder? Stirb langsam. Das war mein Englisch, das war echt verrückt. Und was macht ihr heute Abend? Nothing but a G's. Like this and like that and like this. Und genau so war das. Rolling down the street. Das machen sie auch. Rolling down the street. Mastix Foe. Ja, du lachst, ich hab genau das gesagt. So, ey, where you going? I'm just rolling down the street. Also, ich wollte sagen, ich gehe nur rüber zum Kiosk. Ja, ja, klar, aber rolling down the street. Ne? Ihr müsst aber auch wissen, ich 18 Jahre, also mir konnte keiner was. Also vom Kopf her. Ich habe nichts vor nichts Angst gehabt. Ja, also ich kann die Sprache nicht, aber ich war so einer, egal, ich hab einfach losgeredet. Ja. Na yeah, 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 sure, fine, what can yeah, what we gotta do, yeah, sure, wait. Ich hab die auch gar nicht verstanden manchmal, weil die so schnell und die reden. Wahrscheinlich nicht. Ja, yeah, ja. Und die immer so, rah, rah, und ich immer so, yeah, yeah, yeah. Und ich hab nichts verstanden, was sie gesagt haben, weil die voll schnell reden. Ja. Ja, also eine Adresse gehabt, Millennium Dance Complex, ich meinen Rucksack gepackt, ich nach L.A. Ich komme am Flughafen an. Und damals müsst ihr euch vorstellen, Los Angeles nach Amerika reisen war krass damals. Ja. Nicht wie jetzt einfach nur ein Flug. Nee, das ist so. Wohin, Bruder? Nein, ich fliege kurz nach Dubai. Yeah, ich komme am Montag wieder. Das war so, ciao. Oder ich gehe nach L.A., ich bin nächste Woche wieder da. Ja. Okay, cool, nächste Woche, ciao. Damals war, du mit Abschlussfeiern machen. Ja. Und du musst eigentlich jeden verabschieden, als wirst du nie wiederkommen. Ja. Die ganze Familie krass. Essen machen, das machen. Also es war richtig krass. Das war schon ein... Für deine Eltern bestimmt, gerade Mutter... Für meine Mutter war krass, auf jeden Fall. Für meine Mutter war schwer, ne? Er hat recht, das ist ein wichtiger Punkt, weil früher war das echt nicht so. Oh, du hast den Kontinent gewechselt. Genau, das Kontinent gewechselt war das krass und vor allem Amerika. Es war so, boah, ich flieg. Du nach kannst Amerika. Auch keinen, der in Amerika war. Genau, das kommt doch also, dazu. Also, da gab es kein Skype. Nee. Da gab es noch kein Skype. Da gab es noch. YouTube gab es sowieso nicht da. Ja. Das heißt, man kannte halt nur Amerika aus Filmen. Oder Nachrichten. Ja. Ne? Und man kannte auch keinen, der irgendwie da war, der irgendwas sagen kann oder so. Mann, also, es war wirklich schon krass. Und da, wenn man an L.A. denkt, denkt man niemals an Downtown oder an diese... Nee, man hat diese ganz anderen Sachen. Ja. Weißt du, man sieht immer nur so dieses West-Hollywood-Ding. Ja, das ist Hollywood-Sein, denkst du dir, genau. Filme und außer das war's. Deine Eltern und alles so sauber, aber wenn du dann kommst du das erste Mal nach Downtown, bist du okay. Ja. Und so abseits vom Hollywood-Strip, so drei Straßen weiter, siehst du so Penner-Autowagen. Ja, und die Entfernung, für den in Deutschland ist so, boah, ey, mein Sohn ist irgendwo, ich sehe den nie wieder. Vor allem, wenn deine Eltern auch noch dieselben Gangsterfilme geguckt haben wie du. Oder, wenn du eine Grippe hast, bist du alleine, keiner ist da. Bruder. Mach dir keine Harira-Suppe, Bruder, schön. Nix. Nee, gar nicht. Ja, krass, aber ich bin da angekommen. Genau, da kommt dann der Hamza hier aus Nordrhein-Westfalen mit diesem, ich bin 18, mir kann keiner was.
So, genau. Ich gehe jetzt gerade auf mein Ziel drauf zu. Ich komme an, am Flughafen. Ich weiß noch ganz genau, ich komme raus. Da war voll die krasse Hitze. War Sommer. Es war Mai, Ende Mai war das. 24. Mai. Ich komme an, die Tür geht auf und da kommt voll die Hitze. Und ich so, boah, ist das krass heiß hier. Ich weiß ganz genau, das allererste, was ich sehe einen Motorradpolizisten. Mit Ray-Ban und richtig so. Wie, kennt ihr noch Chips? Chips. Und ich lach voll. Ich grinse so. Ich nicht lache. Ich so, boah, geil, ja. Ich sehe mir das. Ich denke, ich bin in einem Film. Ich sehe zum allerersten Mal einen Polizisten auf dem Motorrad, aber ein echter. Ja. Aber der sieht aus wie aus Filmen oder Moviepark. Weißt du so. Und der Bruder so, hey, boy, what you doing here? Und er so, kein Englisch. Yeah, yeah. Wie kann ich Foto machen? Und ich denke mir so, crazy, ich bin voll am Grinsen und dann sehe ich ein Polizeiauto. Ich so, boah, das ist wie im Film, sage ich. Ich sag, boah, das ist wie im Film. Ja. Das ist echt, Mann, das ist nicht wie im Film. Das ist echt. Ja, ich gehe zum Taxistand, ich habe die Adresse aufgeschrieben auf ein Stück Papier. Ich so, this address, I wanna go here. Der guckt so. Der so, what is this? Ne, der hat das nicht kontakt. Wie die Taxifahrer in Istanbul, die kennen auch keine Adresse. Da musst du denen sagen, so das Hotel, das und das, ja, genau. Davon rechts. Ja, genau so. Ich so, Millennium Dance Complex. Der so, what? Ich so, Millennium. Ich so, NSYNC. Ich hau einfach raus. NSYNC, Britney Spears. Ich so, everybody, go there, dance. Die warten schon auf mich. Fahr jetzt. Der guckt mich an, der so, yeah. Der hat auf jeden Fall nicht gewusst, wo. Der ist noch so ein Spinner, der sein Traum hier leben will. Ja. Der fährt. Ganz kurz, du bist nach Amerika, diese Weltreise, wo wir jetzt gefühlt für immer einen dahin geschickt haben, mit wie viel Kohle auf der Tasche? Ja, stimmt. $1,000. $1,000, genau. Boah, Alter. Das ist nichts, Alter. Nichts. Ja. Auch in der Zeit schon war das. Ja, klar. Das ist gar nichts. Verhältnismäßig. In L.A. bist du einen Monat Miete, Bruder. Das war's. Yeah. Nein. Noch nicht mal Miete. In L.A. haben wir mit Jam ein Haus, ein ganz kleines Haus gemietet. $600, zwei Tage, Bruder. Ja, und das war in der Nähe, das war nicht mal West Hollywood. Ja, überleg mal, Junge. Boah. Alter. Also, mit $1,000 ins Taxi. Mit $1,000 ins Taxi. Das ist so wie mit 300 Euro nach Essen. Ja, genau so. Original so. Genau so ist das. Auch. Und es ist Wochenende. Und du kommst an und die Leute sagen, hey, lass mal Party Gib machen. Gib mal einen aus. Ich hab Cousins dabei. Hey, ins Taxi und dann? Ja, ich erkläre ihm, wo wir hin müssen. Der hat es nicht richtig verstanden. Der fährt erstmal. Der wusste ja nur, weil ich muss in Richtung, also Valley heißt diese Gegend. Ne? Ja. Also Tal. Ne? Ja, weil du fährst, der Flughafen ist auf der anderen Seite. L.A. ist getrennt durch so einen Riesenberg. Das sind die Hollywood Hills. Ja. Und auf der anderen Seite ist das Tal. Ne? Ja. Das ist so die Vorstadt sozusagen. Okay. Ne? Und er wusste, ich muss auf jeden Fall dahin. Dann fährt er so Richtung Valley und dann merke ich so, halt mir so an. Dann fragt er so einen anderen Taxifahrer und der erklärt ihm dann, irgendwann kommen wir da an auf jeden Fall. Nach einer Stunde. Krass. Der so, ja, $80. Oh, der ist 80 weg, Bruder. Genau, der so, $80, ne? Ich so, ich hole raus, ich $1,000 in der Tasche. Ich so, komm, egal, gib den einfach. Ich überleg noch gar nicht. Boah. Ich geb den, der gibt mir zurück. Ich stehe davor, es ist früh. Noch, ne? Also der Melemme hat noch zu. Ich gehe da rein, krüttel an diese Tür. Von Airport? Flughafen, direkt dahin. Ja, natürlich, direkt dahin. Okay, straight. Ich wusste ja nicht, sonst wohin. Einfach direkt dahin. Ja, Tür ist zu. Oh, ich erstmal auf meinen Koffer da hingesetzt, so an der Wand. Ich warte erstmal, bis es auf hat. So eine Stunde gewartet, dann kommt diese Managerin von dem Laden, die heißt Jin. Ja, Shoutout an Jin. Die kommt, die so, wir machen jetzt noch nicht auf, wir machen erst in 2 Stunden auf, ne? Oh. Und ich so, yeah, yeah. Ich so, I come from airport, I fly. Ich so, I wanna dance. Ich direkt rede. Ne? Die so, yeah, ich verstehe schon. Ich so, die so, okay. Die hat's von verstanden, der kann nicht so gut Englisch, ne? Und so, der kommt gerade aus dem Flughafen, die hat mich gesehen. Die so, okay, du kannst reinkommen, kannst drinnen warten. Krass, cool. Dann hat die mich drinnen warten lassen. Und dann so nach einer Stunde so kommt die so aus dem Office raus und dann redet die so mit mir. Ja, und ich erkläre so alles, was ich machen will. Aber die so, okay, cool. Also die war die allererste Person, so die mich so entgegengenommen hat, ne? Und mich auch reingelassen hat sozusagen. Krass. Ja, dann ich bin da und ich mach so den ersten Tag. Ich bin gerade angekommen, ich habe noch nicht geschlafen. Ne? Danke dir. Ich habe noch nicht geschlafen. Und nimm direkt auch, ich gucke auf diesen Stundenplan und ich sehe einfach so, der Choreograf von Usher gibt Unterricht. Krass. Ich so, boah, heftig. Mit Jetlag dahin. Noch gar nicht geschlafen. Ich direkt rein in diese Class. Ich kann mich an diesen Tag sowieso nicht erinnern. Ich habe auf jeden Fall noch diese eine Tanzclass von dem Choreograf von Usher gemacht. Und danach habe ich dir gesagt, wo kann ich schlafen? Und die meinte zu mir, hier gibt's so ein Hostel. Ja, ich wusste auch nicht, was ein Hostel ist. Ja, ja, zu der Zeit war das noch ganz so Mode, ne? Ja. Diese hier ist ein Hostel, da kannst du da übernachten. Erstmal klarkommst und du weißt, wohin du musst. So, okay. Dann zeigt die mir, wo das ist und so. Und dann ist so ein Typ, so, der da auch gearbeitet hat, Fahrrad hat er mich da hingebracht. Ne?
so 5 Minuten Gehweg. Geil. Dann komme ich da an, ich sage zu mir, ich will ein Zimmer haben. Die sagen zu mir, ja, was willst du haben? Die so, willst du ein Zimmer haben? Oder willst du Optionen haben mit 2, 4 und 6? So wie Option 2, wie ich, 4 Zimmer oder was? So was will ich mit 4 Zimmer? Weil, nein, Leute. Genau. Das ist wie Jugendherberge mit bezahlen. Genau. Mit wie vielen Leuten waren wir damals? Wir waren bestimmt 8, ne? Mit 8 in einem Hostel, ne? Boah. So, auf jeden Fall, der so 2, 4, 6. Aber der hat ja voll schnell geredet, so muss ich euch vorstellen. Ja, ich verstehe gar nichts. Ich so, ich nehme meinen Kopf, ich so, 2, 4, 6. Ich so, what, 2, 4, 6? Ich so, one room. Ich so, one room. Ich schlafen, Mutter. 2, 4, 6, 1, 8, 7. Yeah. Der so, yes, yes, one room. Der so, but how many people? Ah. Der so, mit 2 Leuten, mit 4 Leuten, ja, und mit 6 Leuten. Ja. Ich so, okay, ich so, was ist denn der Unterschied? Mit 2 Leuten so und so viel, mit 4 Leuten so und so viel. Ich so, holy shit. Schon mit 20 Leuten, Bruder. Ich so, okay, kein Problem. Gib mir die meisten wieder. Ich hab den genommen mit 6 Leuten. Normal. Ja. Ich hab den genommen mit 6 Leuten. Bruder, wir kennen das, für uns ist das nicht schlimm. Easy. Ich den mit 6 Leuten genommen, ich eine Woche gebucht, das Ding. $180. Boah, plus einer, der schnarcht, Alter. $180. Inclusive. Wie musst du da schlafen? Was ich direkt, der Typ sagt zu mir, hey, when you go to, also wenn du schlafen gehst, mit allen Sachen zwischen deinen Beinen. Ah, krass, okay. Boah, bei krass. Den Clown, alles. Ey, Hostel, Alter, klar, Junge. So, okay, crazy. Ich hab, aber so, ich hab so einen riesen Koffer. Tipp für dich, dann, Tipp oder Absicherung für ihn, damit ich auf den Sack geht danach. Ich den Koffer so an die Ecke gepackt, ne, meinen Rucksack zwischen meinen Beinen und eingeschlafen. So hab ich gepennt, eine Woche lang. Boah. So, okay, ich mach meine Woche erstmal fertig, komm erstmal klar, komm da an, alles klar. Ich merk's, okay, shit, Alter, ich hab nur noch so $600 in meiner Tasche. Wird immer weniger. Boah, pass auf, was jetzt passiert. Ich muss irgendwas machen. So, ich kann auch nicht mal die Dance-Classes da bezahlen, weil die kosten mich voll viel Kohle. Und dieser Sommer-Pass, ne, der kostete $380. Okay, kannst du 2 Monate lang da so tanzen, unlimited. Okay, krass. Das kann ich mir nicht leisten. Aber war das dein Plan, für 2 Monate da teilzunehmen? Was war dein Plan überhaupt? Wie lange da zu bleiben? 3 Monate. Okay, 3 Monate mit Touristenvisum, 90 Tage. Achso, okay, normal genau. Touristenvisum erstmal. Ja. Okay, okay. So, ich gehe dahin, so nach 5 Tagen, ich gehe zu dieser Gin. I clean the dance school and I dance for free. Ah. Die guckt mich so an. Die so, can you clean? Die so, I'm the best cleaner. Die so, okay, let's try it. Die so, was, Bruder? Die so, okay, let's try it. So, ich mach diesen Tanzraum, da sind 3 Räume, ich mach die alle sauber, babab, die kommt rein, die guckt, die so, okay, cool, super, hast den Job. Cool. Das heißt, ich habe dann diese Schule da geputzt und konnte umsonst trainieren. Der hat einfach das gelebt, was wir an Kung-Fu-Filmen zig Jahre gesehen haben. Klar. Aber das Krasse ist, das alles ist voll die Influence. Ja. Ja, ja, klar. Wir nehmen das alles mit. Ne? Also wir sind ja alle gleich aufgewachsen. Du hast recht. Der hat recht. Wir haben alle die gleichen Filme geguckt, gleiche Musik. Klar. Ist ja alles dasselbe, was wir hier aus der Gegend hier gemacht haben. Ja. Und das ist ein krasser Impact. Ja, ne? Auch während ich diese Boden, ich habe auch voll an diese Filme mal gedacht. Ja, ne? Das ist voll krass. Ne? Und denke mir so, heftig. Und ich mach das jetzt gerade. Du machst das selber, ne? Also das ist ein krasser Impact. Ja. Der mir geholfen hat, da hinzukommen. Im Unterbewusstsein machst du das ja. Ja, klar. Aber das ist cool, dass sie das mitgemacht hat. In Deutschland wäre das, glaube ich, nicht so gelaufen. Du brauchst einen Arbeitsvertrag. Es kommt halt darauf an. Bist du krankenversichert? Nee, es kommt, glaube ich, halt auf die... Ja, weiß nicht, ob man das so... Ja, und dann hast du das gemacht? Ja, dann hab ich das gemacht und war dann erstmal da, hab erstmal geputzt, hab dann ein Ding gemacht und dann habe ich auch wieder gemerkt, nach 2,5 Wochen, 3 Wochen, ich habe keine Kohle mehr. Ich habe nur noch so $300. Aber warte, während du da sauber gemacht hast, also das Ding ist, wir halten jetzt das fest, wir lachen und sowas, das ist ja ein krasser Dings, also ist ja ein krasser Move, ne, zu sagen, okay, ich geh jetzt da rein, da sind wahrscheinlich vielleicht irgendwelche Bonzen-Kids, die kriegen das von ihren Eltern bezahlt, die hängen da ab und sowas. Für einen, der das jetzt gerade hört, was ist das Feeling für dich, zu stehen und zu sagen, ey, ich putze jetzt hier den Boden? Aber ich verfolge dabei meinen Traum, während alle das andere das vielleicht von ihren Eltern bezahlt bekommen und bla bla bla. Das ist kein Feeling, das ist meine größte Stärke, ja, zu der, ne, ich gleich immer noch komme. Das ist der rote Faden von meiner ganzen Geschichte bis heute. Und das Feeling ist einfach nur Inspiration. Ja, ne, geil. Ich liebe diese Momente. Das ist das Richtige, was ich hier jetzt gerade tue. Genau. Ne? Ich bin Momente, genau auf dem Weg. Genau. Ja. Diese Momente sind unbezahlbar. Hammer. Ne, das ist ein Moment, den würde ich niemals nicht mal für alles Gott der Welt eintauschen. Ne, das ist das, was dich am Ende macht. Und, kommen wir zum richtigen Ackern jetzt? Ja, jetzt kommen wir zum richtigen Ackern. Man muss verstehen, es sitzt hier ein Mann, der
all diese Stars, mit denen zusammen gearbeitet hat, dorthin gekommen ist, wo viele das als Ziel gesetzt haben und er selber sich das hart erarbeitet hat. Und wie hart, erzähl mal bitte, wie hart du dir das erarbeitet hast. Woher weißt du das, ja? Hör zu, Bruder. Tschüss, was hast du gestern Abend gemacht? Hör zu, Bruder. Ich hab gestern Abend geschrieben, dass er heute kommt. Hör zu, Bruder. Erzähl, Hamza, bitte. Der macht mir ein bisschen Angst. Ja, ich glaube, der weiß schon, was kommt. Ehrlich, Bruder, das, was hier gerade. Ja, auf jeden Fall. Du hast Job gewechselt. Er hat seine Geschichte gelebt. Wenn es eine Verfilmung gibt, nehmen wir Cenk als Darsteller. Das stimmt. Das schauen wir, da kommen wir gleich drauf, Bruder. Hamza, bist du es? Aber echt, Bruder. Ich sag dir, seine Dance-Moves sind ganz schlecht, Alter. Von wegen Echo Fresh. Sorry, Bruder, erzähl weiter. Ja, und dann. Ja, dann habe ich keine Kohle mehr gehabt. Ich bin in der dritten Woche. Ich habe nur noch $300. Ich so, das kann nicht so weitergehen. Ich muss irgendwie mir jetzt was besorgen. Ich so, ich kann hier nicht arbeiten. Mich lässt nirgendwo einer arbeiten gegen Geld. Ich so, was kann ich jetzt machen? Und der Weg vom Hostel zu der Tanzschule bin ich an ganz vielen Baustellen vorbeigegangen. Da waren immer Mexikaner, die waren immer am Arbeiten. Ich habe mir immer gedacht, ich habe noch niemals im Leben eine Arbeitserlaubnis. Ne? Dann habe ich mir gedacht, weißt du was? Ich gehe einfach an die ganzen Baustellen und frage, ob mich einer annimmt. Mitarbeiten, geil. Ich zu einer Baustelle gehe rein, die, hey, olale, barada, casada, da, 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 da. Die reden natürlich alle mit mir Spanisch. Ja, ich glaube, die denken auch, ich so, no. Ich so, no, Spanish, no Spanish. Ich so, I wanna work. You need work? Und die gucken mich an. Die so, Spanish? Ich so, no. Die so, na. Weil die wollen natürlich nur mit Leuten, die können auch kein Englisch. Ja, ja, die wollen nur mit, okay, ich mache meinen erster Tag, zweiter Tag, dritter Tag. Ich finde keine Baustelle, die mich annimmt. Ich so, shit. Ich so, vielleicht muss ich ein bisschen weiter raus. Weil diese Gegend ist so ein bisschen so Spanisch? Ein bisschen tiefer als Mittelschicht. So. Okay, ich meine so, okay. So die machen nur so komplex, so mehr Etagenhäuser und so. Nicht so ein bisschen. Nicht dirty genug, ne? Nee, die sind richtig dirty. Okay, richtig dirty. Die machen richtig, die machen nur ihre Homies, nur ihre Family und die machen so ein bisschen andere Sachen. Ich so, vielleicht muss ich wohin, wo einer privat macht. Da bin ich so ein bisschen coolere Gegend gegangen, ne? Die nennt sich Encino. Und dann habe ich da gefragt. Und dann in der zweiten Baustelle bin ich da hingegangen, so ein älterer Mann. Da waren zwei Spanier nur, zwei Mexikaner. Und dann kommt dieser Mann, das ist ein Thailänder gewesen. So, excuse me, I'm looking for work und bla bla. Der so, what can you do? Ich so, everything. What you need me to do? Der so, I'm building my house. My house, das ist sein eigenes Haus. Cool. Der so, I'm building my house. I'm an architect and this is our first month in the beginning. So, can you build houses? Ich so, of course I can. Ich hab noch nie in meinem Leben, ich hab keine Ahnung. Klar, ich so, überzeugt. Ich so, what? Und das Krasse ist, auf so einem Hügel ist das, ne? Das Haus ist hier auf so einem Hügel und hier unten ist das Material. Oh, ich so, und dann sag ich zu denen, look at me. Ich so, you are old? Ich so, I'm young, I'm strong. Ich sag genau so. Ich so, I can get everything from here up there. Okay. Der so, okay, let's try it one day. Ich, die ganzen Zement, weißt du, wie schwer das ist, so ein Dingen, Alter. Da Ding da hochzudringen. 20 Meter hoch, diese Treppen, Alter. Und dann muss sie noch in diese Verwinklung. Der Hitze, in der Hitze. Genau. Krank. Im Hintergrund läuft kein Eye of the Tiger. Ja, genau. Da läuft gar nichts. Da läuft gar nichts, auf jeden Fall. Da denkst du auch nicht an Eye of the Tiger. Da denkst du gar nichts mehr. Höchstens läuft da Schweiß in die Arschritze. Ja, ich das Ding gemacht. Der meint, super, hat mich gefallen, weil ich mich mit denen ja ordentlich unterhalten habe und so. Und mit den anderen kann er auch nicht so viel reden. Ne? Das hat ihn, glaube ich, so gefallen. Ja, klar, natürlich. Dann habe ich mit denen voll die krasse Beziehung. Da wurde auf einmal so voll der, nicht Freund, aber das war so ein, weil das ein älterer Mann. Ja, ne? Ja. Auch nicht Mentor oder so, das war einfach so ein Mann, der erste normale Mensch in L.A., der mit nichts gar nichts zu tun, der auch nicht weiß, wer ich bin, was ich mache. Einfach eine normale Beziehung, ein normales Kennenlernen, Bekanntschaft. Das war für mich voll krass, weißt du? Der hat mir so die Normalität geholt. Ja, so das war dieses, nach wie lang? Nach einem Monat? Nach drei Wochen. Dreieinhalb Wochen, fast ein Monat. Krass. Ja. Und dann hat er mich ja sozusagen so eingestellt. Panom heißt der. Hamza-san. Ja. Der war der Thailänder. Der ist der, Panom. Okay. Panom heißt der. Der lebt jetzt in Thailand, ist ein Künstler gewesen. Der hat Bilder und so alles. Ne? Krass. Das ist richtig krasser Typ. Schicksal, Alter. Auch der ist zu wem? Ja, genau, wo man findet. 86 ne? Jahre ist. Maschallah, krass. Boah. Mit denen habe ich immer noch Kontakt. Ach, geil. Wow. Und dann hat er mich genommen und hat mich am Ende des Tages immer bezahlt. Habe ich immer $80 bekommen, $100. Und der hat Essen gemacht. Geil, okay. Der hat richtig geiles thailändisches Essen gemacht. Richtig geil. Der hat jeden Tag immer so Thai Curry gemacht. Geil, so, okay. Der war voll krass. Geil. Für den ist das ja wie nichts. Ja, normal. Für den ist das ja so. Und dann habe ich da gearbeitet und dann, ich habe auch meinen Overstay gemacht. Also ich bin nicht 3 Monate geblieben, ich bin 5 Monate geblieben. Ah, okay. Bin einfach da schwarz geblieben. Und hab
in diesen 4 Monaten das Haus fast fertig gemacht. Krass. Aber krass. Ja, richtig krass. Also das komplette Holz. Da steht Holz jetzt einfach gestellt, ein Haus, wo du dran mitgearbeitet was hast. Was ich gebaut habe. Das steht heute immer noch. Ja. Und das geil. Haus habe ich auch besucht meinen Kindern und ihnen das gesagt und gezeigt. Krass. Das geil. Richtig geil. Krass. Und so habe ich dann mein Geld verdient und habe morgens, bin um 4 Uhr aufgestanden. Warte, Bruder, warte. Ja, ich erkläre dir mal ganz kurz. Warte, das Haus, Bruder, warte mal. Wie hast du das gebaut, Bruder? Ja, das ist learning by doing. Learning by das doing. Das drauf. Passt nicht, warte ich nochmal. Nein, nein, mich erschreckt, dass er sagt, ich war mit meinen Kindern das Haus. Das Haus steht noch. Steht noch. Nein, er ist ein Architekt. Du musst dieses Haus okay, er ist ein Architekt gewesen. Und der wusste ganz genau, was er macht. Auge drauf gehalten, und ne? Die anderen 2 Spanier waren richtig krass. Also du weißt, du musst dieses Haus erben, ne? Dieses Haus muss in deiner Hand sein. Eigentlich schon. Ja. Okay, der hat ein Auge drauf gehalten. Eigentlich schon. Was ich am Ende gemacht habe, ist, ich war der Zementmixer. Okay. Ja, und ich habe Zement gefüllt. Okay, krass. Das war mein okay. Ding dann. Okay, die ganzen Sachen zu und das war, das habe ich gemacht. Und die Mexikaner haben die Ausführung gemacht der Pläne. Okay, wir haben dann okay. die Balken gesetzt und ja. Alles gemacht. Ich habe alles gefüllt. Ja, und die auch gibt's so Lines, ne? Line heißt das. Das kennt ihr auch vom Bau hier. Ja, ganz vom Bau hier, ganz normal drauf zu. Die habe ich gezogen und dann okay, genau geguckt, dann da gebuddelt und guckt, dass alles sauber ist. Und dann die Zemente gemacht und gemixt. Und dann habe ich in so eine Maschine, hat er mir gesagt, wie diese Maschine funktioniert. Das. Also ich habe viel gelernt. Richtig krass viel gelernt. Und war eine coole Zeit. Und dann habe ich immer 4 Uhr morgens aufgestanden. 5.30 Uhr hat unsere Dings uns angefangen. Und dann ging das bis 14, 15 Uhr. Boah. Und dann direkt ganz zum Bau. Zum Bau? Danach. Das war der Bau. Okay. Das war der Bau. Okay. Und dann ganz schnell, ich war im Hostel 3,5 Wochen. Ja, und dann habe ich in diesen 3,5 Wochen einen kennengelernt in der Tanzschule, der eine Couch frei hatte bei sich. Ah, okay. Ja, weil ich konnte nicht mehr da mit diesen ganzen Sachen, ich konnte nicht immer mitnehmen. Nee, und das, ja, war voll, ja, Mann, boah. Das war so ein richtiger Abfucker, ja, für klar. mich immer. Und dann hat er mich auf seine Couch so crashen lassen sozusagen. Und dann war ich auf dieser Couch 1 Jahr lang. Oh. Ja? Also erstmal diese 5 Monate, wo ich da war. Ja. Und und dann habe ich bis 15 Uhr Bau gemacht, bin schnell nach Hause, geduscht, Tanzunterricht bis 22 Uhr, 23 Uhr, dann die ganze Hallen geputzt. Und dann für 2-3 Stunden schlafen. Stimmt, das musst du auch noch machen. Genau. Stimmt, du musst es ja weitermachen, um zu tanzen. Ja, 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 klar. Ja, klar. Ich habe ja mein Wort gehalten. Ja, und ich kann jetzt nicht sagen, ich arbeite, ich kann nicht. Ja, ja. Das Geld hätte auch sowieso nicht gereicht, aber trotzdem muss ich ja mein Wort dann halten. Ja, ja, klar. Du hast eigentlich effektiv die ganze Zeit gearbeitet, mehr gearbeitet als getanzt dann, ne? Genau. Das war, ich habe das ausgerechnet. Also das ist genau gleich gewesen. 50-50. Boah, krass. Hat das Tanzen drunter gelitten? Nein, absolut nicht. Eigentlich wahrscheinlich im Gegenteil, weil man die ganze Zeit, du bist ja nur fokussiert, aber es war hart anstrengend. Es war hart anstrengend, aber ich war jung und wenn man 19, 20 hat man so viel Kraft, so viel Bäume Energie. Ja. Das ist unglaublich, wie viel Kraft man hat. Ne? Immer noch, ne, dieses 18, genau. die Welt liegt mir gerade zu Füßen. Du hast keine Rückenschmerzen, keine Knochen, dir ist alles egal, du gehst schlafen, du stehst wieder auf. Mach das mal heute. Ich bin jetzt 38, wenn ich das heute machen würde. 2 Wochen Erholung. Ne, von alleine nur, wenn ich da Gartenarbeit mache bei mir. ja, auf jeden Fall, danke dir. Ja, easy, Bruder. Ja, habe ich das dann gemacht und dann habe ich mir in diesen 2 Monaten, also 1 Woche bevor diese 90 Tage abgelaufen sind, 5 Tage vor den 90 Tagen abgelaufen sind, habe ich mir so voll den krassen Namen gemacht in dieser Tanzszene. Ah. Alle haben dann gesagt. Also okay, das heißt, das hat auch noch gezündet. Das hat gezündet. Okay, ich war geil. In diesen ganzen Classes von diesen ganzen Choreografen. Geil. Und die haben mich alle gesehen und haben alle über mich gesprochen. Wer ist dieser Typ? Und die Leute haben gesagt, das ist der heftigste Der kommt aus Deutschland. Alles, hey, der kommt nicht aus Deutschland. Und so kam ich immer in dieses Gespräch. Der kommt auf gar keinen Fall aus Deutschland. Ich kann nicht glauben. Ne? Die so, nein, Mann, der ist Puerto Ricaner oder irgendwie sowas. Brasilianer, irgendwie sowas. Geil. Ja, und dann kam ich so ins Gespräch. Und dann haben die Leute mit mir gesprochen. Ich habe immer war in jeder Class von diesen Top-Choreografen. Das ist alles Hip-Hop-Classes gewesen. Ja, ja. Ne? Und am Ende von jeder Class gibt es immer so Ausgewählte, die am Ende dann diese Choreografie tanzen, die du gelernt hast. Mhm. Ne? Immer die Besten, die picken die dann immer. Ne? Und dann so gegen Ende war ich dann in jeder Class, in der ich immer war, haben die immer mich gepickt. Ja, mich immer in die Mitte gestellt. Krass. Das sind dann so die Choreografen von Michael Jackson, ach, krass, Choreografen okay. von NSYNC, Choreografen von Backstreet Boys. Krass. Und dass die mich dann da schon kannten, die wussten schon, das ist Hamza, ja. Die tun wir in die Mitte, ist crazy gewesen. Ja.
Dann denkst du dir, okay, krass, Alter. Ja, geil. Ja, jetzt ist da, weil die müssen mich erkennen. Krass. Ja, klar. Scheiß auf die Künstler. Ja, klar. Also, ja, ist die erste Bestätigung, die du gebraucht hast. Und das war aber schon am Ende der Zeit. Also du hattest gerade diesen Namen gemacht, alle haben dich eigentlich auf dem Radar und deine Zeit ist vorbei, du musst zurückfahren. Meine Zeit ist vorbei, ich muss zurückfahren. Und ich habe mir aber gesagt, der Plan ist, wenn ich da hingehe, komme ich nicht zurück ohne einen Vertrag von der Agency. Ja, und ich wollte den Vertrag haben von der besten Agency, die heißt Block Agency. Das ist die ganzen Top-Tänzer unter Vertrag hat. Okay. Ich so, ich muss mit diesem Vertrag zurück. Das war das Ziel. Okay, krass. Ja, also ich hatte ein Ziel. Das Ziel war, diesen Vertrag zu bekommen und meinen Namen zu machen. Namen habe ich gemacht. Jetzt brauche ich diesen Vertrag. Ja. Und ich habe nur noch 5 Tage. Krass. Ich so, ich muss zurück. Ich so, ich kann nicht zurück. Krass. Ich muss dieses Ziel mir selber einlösen. Ich kann nicht. Ich so, was passiert? Ich erkunde, ich rufe so einen Anwalt an, der sagt zu mir, ja, you're gonna get, deported, you kriegst eine Sperre. Ja, die haben mir voll die Angst gemacht, die ganze Zeit, bla bla. Und dann irgendwann sagt er so am Ende, maybe nothing. Und dann, weil er das sagt, maybe ich nothing. Bruder, wenn du das schon, ja. Das hättest du nicht sagen dürfen. Der so, maybe nothing. So, okay, maybe nothing dann. Ja. Ich so, das nehme ich dann. Ja, ja, und dann habe ich Overstay gemacht, nochmal 2 Monate. Krass. Aber das war dann so richtig krass. So, ich so, okay, also ich muss, 3, 5, 7. 4, 5. Ah, okay, das sind dann die 5, die noch darüber, okay. Genau. Also 3 Monate, 2 Monate Overstay. Okay, okay. Das ist schon sowieso, ja, genau. Ja, also ich hatte am Ende 55 Tage, die ich mehr da war. Okay, krass. So. Und ich so, okay, es wird heiß. Ich muss auf jeden Fall zurück. Ich glaube, das ist zu krass jetzt. Wenn ich am Airport bin oder so, dann kann das auch schief gehen. Kann das genau. alles schief gehen. Ne? Ich habe nämlich in der Zeit dann viele krasse Stories gehört. Ich so, aber ich kann nicht. Ich muss irgendwie. Und ich, das ist die ganze Zeit in meinem Gedanken. Ne? Und dieses Visualizing, dass ich diesen Vertrag schon, hab ich schon gesehen die ganze Zeit. Und dann jetzt kommen wir zur größten eine Woche, bevor ich, die kommt gleich noch. Eine Woche, bevor ich mein Ticket, also bevor ich zurückfliege, kriege ich diesen Call oder höre, dass Block Agency das allererste Mal ein Casting macht für alle, ein Open Casting. Krass. Für alle, das gab's noch nie. Krass. Ich so, oh mein Gott. Ich so, wenn das nicht ein Zeichen ist, extra für ihn. Ich so, krass. Okay, crazy, das haben die nur für mich gemacht. Ja, also, ich hab das gesagt, ich hab auch immer so geredet, ich so, das haben die nur für mich gemacht. Ja, klar, das Casting ist nur für mich. Krass. So bin ich da reingegangen. Boah, ich bin reingelaufen und hab gesagt, das Casting ist nur für mich. Ja. Ich hab das wirklich so gesagt, also laut. Nicht also, als du reingegangen bist. Ja, ich hab also gesagt, geil. Das Casting ist nur für mich. Yeah. Ich bin da reingegangen. Die haben 2 Leute gesigned am Ende des Tages, haben die ein Mädchen genommen, ein Junge genommen. Ich war der Junge und ein Mädchen krass, war ein anderes Mädchen. Alter. Ich habe den Vertrag gehabt und dann 2 Tage später bin ich nach Deutschland geflogen. Damn! Das war mein Leben. Mit der Energy, die Attitüde. Krass. Diese Agency, müsst ihr wissen, ist so eine Exclusive Agency. Die ist, das ist so ein Bayern München, wenn du Fußball-Terms okay, sprechen möchtest. Ne? Und es war schon krass, dass ich diesen Vertrag bekommen habe. Aber ich wusste, dass ich diesen Vertrag bekomme. Also das war für mich ganz klar. Ich kam gar nichts anderes in Frage. Nein. So, ne? Die haben das ja nur für ihn gemacht. Genau, die haben das nur für mich gemacht. Dieses Casting war nur für mich. So. Ich habe den Vertrag bekommen, habe den unterschrieben. 5 Tage später, ich nach Deutschland geflogen mit dem Vertrag und direkt Termin gemacht. Ich habe den Termin schon gemacht für den Konsulat in Frankfurt in Amerika schon. Ah. Ich wollte keine Zeit verlieren. Nee. Und du wolltest direkt wieder zurück. Wieder zurück. Weil jetzt habe ich diesen Vertrag. Ja. Und mit diesem Vertrag kann ich mir jetzt einen Job besorgen, also einen Tanzjob, und bekomme dann mein Visum. Ja. Du kriegst ja, für die Leute, die es nicht wissen, du kriegst ein unterschiedliches Visum. Also du kannst ein Touristenvisum haben oder ein Visum, wo du bezüglich deines Jobs dahin fliegst und da auch auf den Job bezogen, glaube ich, arbeiten darfst. Weil du hast ja sonst keine Arbeitserlaubnis in Amerika, genau. Richtig? Genau, du kriegst das Visum nur bezogen auf deine Qualität oder das, was du da machen möchtest. Es gibt das Touristenvisum, dann gibt es dieses Künstler-Extraordinary-Visum. Das nennt sich O-1. Das ist für Künstler in jeder Art, ob es jetzt Maler, Tänzer, Musiker sind. Und da musst du denen nachweisen, dass du genau derjenige bist, der nur diesen einen Job machen kannst. Mhm. Also, was du ja mit dem Vertrag machen kannst. Was ich mit dem Vertrag machen kann. Und ich muss natürlich nachweisen, dass ich auch wirklich ein Tänzer bin und damit auch mein Geld verdient habe in Deutschland, was auch natürlich auch ganz einfach war für mich, ne, weil ich diese ganzen Referenzen schon hatte und deswegen war eigentlich der Vertrag für mich das Allerwichtigste. Das war so der Schlüssel für mich, für dieses Visum. Mhm. Ich den Termin gemacht in Frankfurt, dahin geflogen, ich war eine Woche in Deutschland, bin angekommen, wusste direkt, dass ich am nächsten Tag nach Frankfurt musste, bin dahin gegangen, hab das Interview gemacht, hab mein Visum dann bekommen auch, du musst da mit so Menschen reden,
Aber der Meiner war ganz cool. Der hat mich gar nicht angeguckt. Der so, oh, Dancer. Und das, damals war es noch so, das war ja nicht normal. Ne? Also ja, jetzt, ja, klar, jetzt ist es wieder normal. So, ne? Tanzen, ja, Musiker, Visum, ist alles normal. Ja, damals war es, die haben nicht sowas bekommen. Mhm. Wenn man nur so Anträge bekommt für Ingenieure, Doktoren und so. Die so, oh, die so, Dancer, really? Okay, cool. Yeah, yeah, yeah. So, und dann er machte natürlich Witze. Mhm. So, you know Justin Timberlake? Ah. der hat natürlich keine Ahnung. Ne? Ich kannte den da. Noch nicht. Ja, ja, genau. Genau. Genau, hab ich, aber bald. Ich hab mir das gedacht. Aber ich natürlich auch, ich muss natürlich nett sein. Ja, klar. Ich so, no, but hopefully, please. Yeah, hopefully soon. Soon. In meinem Kopf denke ich mir, du hast keine Ahnung. Ich mach Kaffee mit dir. Und ja, der hat mir direkt mein Visum gegeben, das kriegst du auch direkt da vor Ort. Okay, so gestempelt krass. War das damals. Dann habe ich ein Visum gehabt und direkt wieder zurück nach L.A. Also ich war eine Woche in Deutschland. Wie lange gilt dieses Visum, Bro? 3 Jahre. Okay. Oh. Das sind 3 Jahre Visum und alle Jobs, die ich mache, alles muss mit Tanzen zu tun haben und läuft nur über diese Agency, der Block Agency. Ich komme wieder nach L.A. zurück. Alle so direkt, wo warst du? Ich habe natürlich auch keinen gesagt, wohin. Ja, ja, so, klar. Ich bin immer einer, der gar nichts sagt. Ich mache immer mein eigenes Ding. Ich bin einfach gegangen, du, wo warst du? Ich so, I went to Germany, got my Visum. Die so, wie? Ich so, ja, yeah, Germany, I came back. Ich war, Alter, wirklich 7 Tage waren das. Krass. Ich komme zurück. Ich so, okay, jetzt kann's losgehen. Ne? Kriege ich direkt so, nach einer Woche kriege ich mein erstes Casting. Meine Agency. Die so, wir haben das erste Casting für eine Künstlerin. Und ja. Der nächste Superstar. Und dann kommen wir auch zu meiner Stärke, die kommt jetzt. Ah, yeah. Und die wird durch die Welt reisen. So, okay, alles klar. Ich sage euch auch noch nicht, welcher Künstler das ist. Jetzt bin ich gespannt. So, dann kommen wir da an. Ich so, okay, cool, ich kriege so eine E-Mail, einen Phone Call, dann mit so einer E-Mail, die ganzen Details und so alles. Da und da ist die Adresse. Ich fahre dahin. Und es gibt immer Castings für Frauen und für Männer. Ah, okay. Die sind so separat, ja, ne? Dann komme ich da an und ich gucke so und ich sehe so eine riesen Schlange um das Gebäude rum. Boah. Also richtig krass, bestimmt so, lass mich nicht lügen, 300 Meter oder so. Und ich denke mir, die wollen alle zu einem Casting und alles Jungs. Boah. Ich so, oh mein Gott. Ich gucke so, das kann nicht sein. Es war richtig heiß, das war am Brennen da. Ne? Ich denke mir, das kann nicht sein, dass die alle zu diesem Casting wollen. Ja, und dann denke ich mir so, komme ich da an, ich gucke so und ich sehe auf einmal so voll die krassen Tänzer. Ihr müsst euch vorstellen, so einfach Cristiano Ronaldo, Messi, also, alle stehen die da. Also du kennst die, du siehst ja, ja, die. Ja, natürlich, okay, ich kenne die ja. Ich studiere ja das. Ja, ich bin klar, der Experte in dieser Szene. Ja, das heißt, ich kenne die heftigsten krass, Leute. Okay. Ich bin ja Fan von denen. Haben sie so, es gibt nur eine Möglichkeit. Der ist so rumgelaufen. Jungs, das Casting wurde abgesagt. so schlau war ich nicht. Geil. Das wäre der Move gewesen. Das wäre der heftigste Move gewesen. Aber so schlau war ich nicht. Als Choreograf. Okay, guys, sorry. Genau. Ja, ich seh die alle. Ne? Ich denke mir so, oh mein Gott, ich gucke so. Ich so, boah, guck mal, da ist Pogba, oh, da ist Messi und so. Ich rede jetzt in Terms. Ja, ja, ne? Also klar, für die Zuschauer, klar. Die waren nicht da. Also ich rede jetzt von den Tänzern, die waren in deren Level. Welcher Liga, ja klar. Ich so, krass. Ich so, okay, was will ich hier? Ich so, da habe ich das erste Mal, dass ich so ein bisschen gezweifelt habe. Krass. Ne? Ich so, boah, ich so, wirklich? Ich so, meinst du, ich schaff das? Ich so, guck so, 800 Jungs, boah, überall. Und davon sehen irgendwie so 300 aus wie ich. Krass. Ja, alle Glatze. Das kommt noch dazu, ne? Okay, ich hatte damals krass. So einen freshen Cut und so mit Lines und so. Ne, ich sah ein bisschen anders aus, ne? 50 Kilo weniger und so, den ganzen kennt ihr ja alles. Und ich denke mir, ey, ich so, ne, ich so, komm. Ich so, ich gehe wieder zurück. Ich so, ich guck, dass ich ein bisschen arbeiten kann, Geld verdienen kann. Ich so, das wird sowieso nichts. Dann, ich drehe um, ich gehe zu der Rolltreppe. Die Rolltreppe ist voll lang von dieser U-Bahn. Ach, du bist echt gegangen? Ja, ich bin wieder um, ich hab mich überall umgedreht. Krass. Echt, du bist durchgezogen? Ja, ich ach, bin krass, okay. Und ich stehe auf dieser Rolltreppe und die ist richtig lang. Also so, ich glaube so 50 Meter lang ist das. Das geht richtig so ein Tube ist das, ganz tief da unten. Ich fahre so, ich denke mir so, warum bist du hier? Du bist doch genau deswegen hier. Mann. Genau das ist doch dein Moment, deswegen bist du doch gekommen. Du bist doch nicht gekommen, damit boah, du hier arbeitest. Ich bin da unten an der Rolltreppe, Bruder. Ich sag, geh zurück, Bruder. Du bist doch nicht hier, damit du auf dem Bau arbeitest. Ich meine, das thailändische Essen schmeckt gut, aber... Ja, ja, aber so gut auch nicht. Also, ich so, god damn it. ich so, nein, ich so,
du bist genau deswegen hier. Und dann komme ich da unten an. Und dann kam die Eier total Musik. Genau. Genau so. Genau so. Ey, krass, aber ich, krass, du bist eiskalt weggegangen. Ich bin eiskalt, ich bin runter, hab gedreht und wieder hoch. Krass. Und meine allergrößte Stärke habe ich da gemerkt, und das ist bis heute immer mein ganzes Leben gewesen, ist einfach mein Wille. Okay, geil. Mein Wille ist meine größte Stärke. Hammer. Also egal, was ich möchte, ich sehe es und dann, also es ist da, es wird wahr. Also ich kann das auch einmal anfassen. Krass. Und das ist meine größte Stärke, ist mein Wille. Geil. Da habe ich das gemerkt, okay, das ist mein Ding. Ich bin hier genau deswegen. Und da bin ich hängen gehabt, ey, das... Ich habe eine Frage in dem Punkt, ne, in dem wichtigen Punkt. Ich meine, wir sind alle im Showgeschäft, alle seit so 10, 15 Jahren, weißt du, wir sehen ja viele Künstler, die scheitern und alles. An der Stelle, wo du umgedreht bist und gesagt hast, okay, das ist nicht. Dein Wille ist da, aber wie viel Prozent schraubst du dein Ego dafür runter? Wie viel Prozent schraube ich mein Ego runter? Ja, also, meinst du? Dass du dein Ego, dass du dein Ego nicht durchkämpfen lässt. Dass du sagst, ey, egal, was heute passiert hier, so, auch wenn ich mich sogar blamiere, vielleicht, ich ziehe das jetzt durch. Das Ding ist, wenn du in so einem State of Mind bist, also wenn du in diesem, das war ja so meine Höchstzeit oder ich war der Heftigste in dem, was ich gemacht habe, für mich. Ja, ja, klar. Ich rede jetzt nicht von meinen Skills, von was andere von mir sehen. Ja, ja. In meinem Kopf, ich war der Heftigste. Ja. Und wenn du, das ist ja wie beim, ihr macht ja Musik, das ist wie bei Musik auch, bei vor allem bei Rappern, ist ja, du musst ja immer denken, dass du der Krasseste bist. Ja. Sonst kommst du gar nicht vorwärts. Ja. Und das heißt, dieses Ego, oder dieses, das hast du gar nicht. Genau. Der Zweifel ist nicht da. Bitte? Es gibt so gut wie keinen Zweifel. Genau, es gibt keinen Zweifel. Ja, aber ich meine, du hattest ihn ja einen kurzen Moment. Nee, ich hatte nur den Zweifel, dass da zu viele sind. Und ich habe die anderen gesagt, das wird sowieso nichts. Ich gehe lieber Geld verdienen, weil ich hatte keine Kohle gehabt. Okay, weißt du, darum geht es. Okay. Aber es war kein Zweifel, dass ich sage... Der war einen kurzen Moment zu rational. Okay, verstehe. Ja, genau, okay. Und dann habe ich mir gedacht, auf keinen Fall, ich muss dahin. Und dann habe ich mich umgedreht und dann bin ich hoch die Rolltreppe und habe gesagt, das ist genau mein Ding. Und deswegen bin ich hier, ich gehe jetzt da rein. Ich gehe dahin, ich gehe zu diesem Casting, 800 Jungs und dieses Casting ging 5 Tage. Ach krass. 5 Tage lang Casting. Alter. Erster Tag, 400 Leute weg. Boom. Nee, nur noch so 300 oder 400 waren da. Sorry, dass ich unterbreche, aber wie läuft das denn bei so einem Casting? Sind da wirklich schon 100 Leute auf der Bühne und die tanzen gleichzeitig oder ist das jeder einzeln? Da ist ein riesen Raum. Dann holen die immer 100er Gruppen rein. Boah. Die 100er Gruppen rein. Das heißt, du kannst auch untergehen eigentlich. Genau, die kommen 100er Gruppen rein und die machen erstmal. Also theoretisch könntest du auch der Über-Über-Typ sein, aber du könntest einfach rausfliegen, weil dich keiner in dem Moment gerade gut gesehen hat. Ja. Richtig. Aber die machen Typecasting. Typecasting ist, die holen 100 Leute rein, die kommen alle rein und dann laufen diese Choreografen bis in so rein und dann laufen die Ski rein. Dann laufen die einfach, gucken die. Okay. Type, die gucken den Look, wie der aussieht. Gucken die sein, no, thank you. Okay. No, thank you. Krass. No, thank you. Also die gucken noch gar nicht, wie du tanzt. Ja, okay. Und da fliegen schon so, von den 800 sind auf jeden Fall 100 oder, 100 rausgeflogen. Krass. Weil die schmeißen nicht so viele raus, bei Type-Look. Und dann holen die wieder 100 Gruppen rein und dann machen die so kleine Short-Choreografien, die ja zeigen. Mhm. Und dann machen die immer in so Gruppen, so 20er-Gruppen. Aber ganz schnell. Ja, dann musst du tanzen und dann hast du auch manchmal Pech, wie du gesagt hast, dass sich keiner sieht. Aber das liegt dann an dir. Das heißt, du musst ja sagen, zeigen, ey, so, ne? Ich bin es, du musst das zeigen. Ja, ja. Ich bin da. Du kannst ja einfach hinten bleiben und dein Ding. Aber du lernst tatsächlich eine Choreo in dieser kurzen Zeit? Ist das so? Darf man sich das so vorstellen? Ja, genau. Das geht ganz schnell. Boah, das heißt, du musst auch eine Choreo sofort drin haben. Ja, das musst du ganz schnell picken. Ganz schnell, ganz schnell. Das geht ruckzuck. Das geht, das ist nicht mal 5 Minuten. Krass. In 5 Minuten zeigen die dir eine Choreo, die geht ungefähr, wenn wir in Music-Terms reden, 16 Bars. Okay, krass. 16 Bars, also eine Minute ungefähr wenig, tanzen, Alter. Ist viel. Ja, ist so 50 wenig. Sekunden tanzen ist schon heftig. Ja. Krass. Ist viel. Und das in 5 Minuten, die machen ganz schnell. Okay, you gotta go left, you gotta go 5, 6, 7, 8, you go left. Make a turn, quick. Und du guckst, okay. Boah. Und vor dir sind noch mal 100 oder, vor dir sind noch mal so 3, 4 Reihen. Boah. Und der andere Choreograf ist ganz vorne und versucht irgendwie zu... Bis dieser Schritt an dir ankommt, du hast vielleicht was ganz anderes gemacht. Weißt? Da musst du mal mit dem Kopf runtergehen, dann siehst du nicht, was er macht, weil der Typ vor dir ist. Genau. Ja, Alter. Ja, und dann am ersten Tag Hälfte direkt weg. Boom. 400 Leute nur noch übrig, ich gehöre noch zu diesen 400. Zweiter Tag wieder die Hälfte weg, 200, ich gehöre immer noch zu den 200, ich komme weiter. Dritter Tag, zweiter Tag, 100 Leute noch übrig, ich bin auch noch dabei. Und du hast jeden Tag getanzt? Ja, jeden Tag 8 Stunden. Boah. Es gibt 8 Stunden, geht dieses Casting, die ganze Zeit, jeden Tag 8 Stunden. Das sind nur die Jungs, ne? Danach kamen die Mädels. Ja, das auch noch. 5 Tage Jungs, 5 Tage Mädels. Boah, Alter. Ihr könnt euch ungefähr vorstellen, was für ein Artist das ist. Für so einen Aufwand, ne? Ich bin da, ich so, Alter, wer ist das, Junge? Und dann am letzten Tag so 100 Leute sind übrig. Ich bin einer der 100 und dann wird es immer weniger. Und die Choreografien werden immer länger. Muss natürlich immer
das wird immer, das ja, Stück wird immer größer, bis du lernst einen ganzen Song am Ende, ne? Wird immer länger, immer länger, immer länger, immer länger und dann fallen immer weg, 10 fallen weg, 20 fallen weg und dann nur noch 70 Leute, 60 oder 50 Leute, 25 Leute am letzten Tag stehen da in einer Reihe. Ich stehe da mit denen. Ah. Ich gucke nach links, ich sehe Ronaldo. Ich gucke nach rechts, ich sehe Messi. Ah. Ich gucke doch irgendwie, ich sehe Popka. Ich so, alles klar, ich bin auf jeden Fall hier. Ich denke mir so, okay, alles klar, ich bin da jetzt. Ne? Also doch wieder, um zurückzugehen. Ja, also ich bin auf jeden Fall da, aber ich bin mit den Heftigsten der Heftigsten. So die Weltklasse bin ich da. Das sind die Leute, die mit auf Tour waren mit Michael Jackson und Britney Spears. Also ich kenne die alle. Und die gehen Fan von denen. So eine Castings, wo du denkst, eigentlich sind die durch. Ja, ja, ja. Nee, die machen es immer noch. Ja, die müssen trotzdem sein. Weil die Choreografen, die das machen, das sind die Legends. Das sind die, genau. Das sind die Michael Jackson des Tanzen. Das sind die absoluten Motherfuckers, krass. Weißt du? So, du hast voll Respekt, das sind so die Senseis, weißt du? So, die sind richtig krass, diese Leute. Deswegen als Tänzer erwärst du den Respekt, dass du da hingehst. Egal wie gut du bist. Du kannst nicht zu Michael sagen, ey, auch wenn du jetzt, keine Ahnung, bist... Sagen wir mal, du bist Justin Timberlake, der geht nicht zu Michael und sagt, ey, komm, lass mal einen Song machen mit dir. Genau. Muss trotzdem beweisen, ja klar. Muss trotzdem sagen, hey, okay, ich warte, bis du mich anrufst. Genau. So. Also 25 noch übrig? 25 noch übrig. Und danach ist klar, wer genommen wird? Nein, dann kommt die Ansprache. Ah. Okay, guys, 25 people, we only looking for one guy. Boah. Und ich sag mal, komm, das meine schon ich. Wieder. Also aus den 25 jetzt. Sie wollten nur einen einzigen. Ja, einen einzigen, 5 Tage lang. Boah. Und ich denke mal im Kopf, ich so, schon wieder. Ich so, alles klar, das ist auf jeden Fall mein Job. Ist ja gar kein Druck, Alter. Ich so, ich hab mir gedacht, ach so, dass... Achso, du warst da, warst du, das ist mein Job. Ich hab, das ist mein Job. Okay, weil ein Typ, genau wie letztes Mal, ich so, das ist auf jeden Fall wieder für mich. Ja. Die so, now the artist comes in. Ihr wusst natürlich schon, wer. Die so, and they're gonna pick with us. Ach, krass. Und dann kommt sie rein. Rihanna. Oh. Rihanna kommt reingelaufen. Yes. Okay. Shout out, Rihanna. Pikala. Okay. Rihanna kommt rein. Die setzt sich rein. Hey, what's up, guys? Bla, bla, bla. Die setzt sich vorne an so ein Tisch, genau wie hier. Die saß, genau, zwei Stück, sie und ihre Assistenten. Jennifer, ihre Assistant, die saßen beide hier. Und dann müssen wir dann vor den ihre neue Single performen. Ne, oder auf einen von ihren Songs performen. Was wir gelernt haben in diesen ganzen Tagen. Und war, weißt du noch, was das war? Das war nie eine Single. Das war, okay, kam, das auch so nie, okay, kam auch nie auf dem Album oder krass, gar nicht. So Ausschussmaterial. Ja, wahrscheinlich. Genau. Bis Casting. Genau. Und dann haben wir diese Choreo gemacht und dann von diesen 25 wieder gecuttet, 5 gecuttet, 10 gecuttet und dann waren nur noch 10 Leute übrig. Ich war auch noch einer von diesen 10. Wir stehen da. Und dann ist das so nach 3 Stunden und dann steht die Rihanna auf, sagt die, okay, thank you so much. I love you guys, bla 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 bla, die ganze Hollywood Talk, weißt du? But I only need one guy, sagt die so, und there is this one guy who gives me this energy, this is insane, it's crazy, I love the energy, it's so different, sagt die so. Ich weiß ganz wie ihre Worte. Ja, klar. Sagt die so, Hamza, I want you. Geil. Boom. Und dann diese Bilder, wie der noch den Boden wischt, wie der diese Säcke, dem Film, Hollywood. Ich will aber nicht wissen, was in dem Moment für so ein Stein von dir fällt, Bruder. Realisiert man das erst danach. Wieder nach oben, ja, genau. Realisiert man das später danach. Genau, das ist es. Du merkst das gar nicht. Du realisierst es erst später. Erst wenn dieser Tag so langsam sich sein Ende geneigt und du bist zu Hause und du überlegst dir, okay, krass, ich habe das jetzt wirklich geschafft. Und du denkst dir, ey, Alter, du Idiot, du warst gerade bei den Rolltreppen, wolltest abhauen auch noch. Ja, genau, das ist richtig krass. Ja. Und und dann habe ich diesen Job bekommen und dann war vorbei, weil dann hat das die größte Welle geschlagen durch ganz Amerika. Alle haben gesagt, okay, das ist dieser eine Typ, der diesen Job bekommen hat, der kommt aus Deutschland, Hamza heißt der ist stimmt, crazy. Das kommt auch dazu, ne? Und ich war ja einer der ganz, ganz wenigen Ausländer. Es gab nur so 9 oder 8 Ausländer. Krass. Die in dieser Szene unterwegs waren. Ja, und dann habe ich mir meinen Namen gemacht in der Tanzszene und dann kam ein Job nach den anderen. Bro, was für ein Aufriss. 800 Leute für einen einzigen Typ. Ja. Hammerhart, ne? Das ist auch krass. Ja, ja, das Krasse ist, zeigt ja aber auch wieder, dass wie intensiv die Artists in Amerika auch alles wirklich ernst nehmen und Respekt geben. Diese Kunst des Tanzens. Wert drauflegen. Ne? Ja, das ist nicht einfach so, ich gehe mal zu einer Tanzschule und nehme jetzt mal 40 Stück für DJ Bobo. Ja. Genau. Die wollen Stars neben sich haben. Ja. Die sagen das nochmal, die sagen, we are all stars together on stage. Ja, das ist das. Diese, I want you all to shine. Du siehst es oft in der Filmbranche. Du hast oft so Nebenrollen von Leuten, die später voll die Stars geworden sind. Ja, richtig. Weil sogar die Nebenrollen krass. Genau, die Nebenrollen. Die da spielen. Und das kommt auch, guck mal, ich habe von Scorsese habe ich so ein, wie heißt die, Masterclass geguckt. Der, bevor den Film macht, ne, der hat das Drehbuch geschrieben, der investiert erstmal ein komplettes Jahr.
ein komplettes Jahr nur Casting. Nicht für die Hauptrollen. Wer spielt den Kioskverkäufer? Ja. Wer spielt den Hotdogverkäufer? Ja. Wer spielt den Schuhverkäufer? Wer macht, gibt mir die Zeitung in die Hand, wenn ich gerade aus der U-Bahn steige? Ja. Dafür castet der extra. Aber dafür Leute. Sind die auch die Besten halt. Genau. Das ist da, auch richtig. Und das so, sind Alter. Die Details, die am Ende sehr, sehr wichtig sind. Alles genau. ausmachen, weißt du? Und weil deswegen, gibt noch wenn du einen so einen Film siehst, siehst du die Qualität. Genau. Du erkennst jede Qualität, alles einzeln. Mhm. Das weil danach das, geht er nochmal 4-5 Monate durch, castet der nur Locations. Mhm. Deswegen sind unsere deutschen Locations immer so Schrott. Ja, wir haben das jetzt bei ein paar Drehs gesehen, wie das geht, Bruder. Nächste freie Wohnung nehmen die, weißt du, der macht nur 4 Monate Castings für Locations, nur dafür. Alter, nur dafür. Ja. Deswegen Bro, ist das so geil. Aber das ist auch das Budget wahrscheinlich einfach ein ganz ja, anderes. Ja, die haben Millionen von Dings, ja. natürlich. Aber ich will nur eine kurze Zwischenfrage stellen, dann kannst du von mir auch sehr, sehr gerne weitererzählen. Gab es denn nach diesen ersten Erfolgen, sag ich jetzt mal, auch Momente, wo die zum Beispiel dich versucht haben, in Deutschland für etwas zu gewinnen? Gab es da Angebote? Hattest du Bock? Oder in Deutschland wussten die wahrscheinlich noch nicht mal, was da passiert ist. Nee, aber ich glaube, wir reden von einer Zeit, wo zum Beispiel auch in Detlef die Soest und so am Start war. Ja. Ne, wo die vielleicht zum Beispiel für diese Pop-Formate im Fernsehen wir vielleicht gefragt haben, Hamza, würdest du die Choreo mit denen machen und so. Gab's sowas? Ja, gab's. Es gab einige, viele Anfragen von DSDS, Jury-Anfragen. Es gab Anfragen von Shows wie Got to Dance und so, die auf Sat.1 liefen. Es gab sehr, sehr viele Anfragen für mich, aber für mich war das komplett alles uninteressant. Ja, also für mich war wichtig, dass ich mein Ziel war, gewesen, dass ich da meinen Namen aufbaue und wirklich das mache, was ich am meisten liebe, und das ist Tanzen mit den großen Superstars auf der Bühne. Da wären wir wieder bei dem Spruch vom Vater, die selbst treu bleiben. Genau, und deswegen war für mich Fernsehen, deutsches Fernsehen, gar nicht interessant, also absolut nicht. Aber die haben mich, ich habe viele Anfragen bekommen. Ich habe sogar Casting-Crews gehabt, die nach L.A. gekommen sind und mich versucht haben zu casten, weil die sind extra gesagt haben, wir sind schon jetzt in Town, wir wollen unbedingt was mit dir machen. Das war für mich einfach nicht interessant, aber nicht als Diss. Das war für mich einfach nicht, das war nee, für mich nicht da. Du warst ja schon in so laufenden Prozess da drüben. Genau. Und da ist ja, glaube ich, ein Auftrag dem anderen gefolgt und du bist ja Schlag auf Schlag immer ein Step weitergekommen, den du ja, also Deutschland hätte dich ja vielleicht in der Sache entweder ausgebremst oder du hättest da den Anschluss verloren, was in Amerika ja sehr, 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 sehr schnell geht. Genau, da gibt es ja diesen Spruch, out of mind, out of sight. Ja, und dazu sage ich dir eins, weil das ist so krass in Rollen gekommen, dass ich habe euch gerade gesagt, dass ich ein großes Idol hatte, was Richtung Tanzen und Entertainment geht. Das ging so weit, dass ich dann nach Rihanna habe ich ganz viele Künstler gemacht. Ich habe Katy Perry gemacht als Tänzer. Ne? Ich habe mit Katy Perry getanzt, habe mit ihr so eine Promotour gemacht. Black Eyed Peas habe ich gemacht, bevor ich Fergie gemacht habe. Yeah. Dann habe ich, das ist so die Heights von Black Eyed Peas. Ne? Dann immer Fergie. Als Choreograf? Dann nee, das war noch als das Tänzer. War noch als Tänzer. Alles noch als Tänzer. Dann Fergie gemacht. Und dann bin ich mit Fergie auf Tour und wir sind, ich glaube, wir waren in Kanada. Ich bin im Aufzug und ich kriege einen Anruf von einer unbekannten Nummer, No Caller ID. Ich gehe so ran. Der so, hey, what's up, Hamza? It's Usher. Oh. Und ich so. Ja, bevor du Applaus machst. Bevor du Applaus machst, warte mal. Bevor du Applaus machst, ich so. Ich so, ey, stop playing with me. Nein. Nein. Ich leg einfach auf. Aufgelegt? Ich stell mich auf. Niemals. Doch. Nein. Alter. Ich leg auf. Genau. Ich leg auf. Meine Agentur ruft mich an. Ich sehe ihre Nummer. Ich so, oh shit. Ich so, war der das wirklich? Ich gehe ran. Ich so, hello? Die so, you crazy? Die so, Usher just called you, hang up on him. Ich so, ey, ich dachte, das war Spaß und so. Ich wusste nicht, wie Usher ruft er mich an? Aber das war es auch nicht erlebt, ne? Dass ein Künstler einen Tänzer anruft oder so. Und dann auch noch so einer. Einer meiner so Idole, ne, in Richtung Entertainment. Scheiße. Ich so, und dann sage ich, wie cool muss der Typ sein, der einfach auflegt? Da wäre ich genau ein bisschen cool. Ich hab eiskalt, ich hab gar nicht gedacht, dass der das wirklich das ist. Das ist einfach so ein Prank-Call von irgendwelchen Leuten. Ja. Und schnell dann, gerade rücken. Ich so, okay, sorry, sag dir, soll mich nochmal anrufen. Ach, Lava, okay. Aber wie? Sag ich mal zurückrufen. Nochmal. Dann ruft er mich an, ich bin in der Lobby, er ruft mich an, ich warte so, dass das Telefon klingelt so. Das hat bestimmt eine Minute gedauert, das kam mir vor Stunden. Wie drei Stück, der ruft mich mal an, ich so, scheiße, ruf doch an. Scheiße. Ich so, kann ich ihn zurückrufen? Ich so, unbekannte Nummer, nein. Fuck, ey. Dann ruft er mich wieder an, ich ran, ich so, ey, ich so, tut mir voll leid, ich so, ich hab nicht gewusst, der so, ist alles gut? Der so, wann kannst du in L.A. sein? Krass. Ich so, morgen.
Ich so, komm morgen, fang an zu proben, ich nehme dich mit auf Tournee. Krass. So, krass. Krass. Ich nach L.A. geflogen, ja, Usher kennengelernt, so einer so, was soll ich euch sagen, wir wissen alle selber, nee, wir kommen klar, alle von der gleichen Era. Ja. Unglaublich gewesen, einfach mit Usher trainieren, den kennenzulernen. Das war einfach crazy, das war einfach mindblowing. Man muss sich vorstellen, für die Leute, man muss sich ja vorstellen, tanzen, choreografieren, trainieren heißt ja wirklich daily mit jemandem zu sein auch. Ne? So, ja, ja, du bist 24 Stunden mit denen, du als, also als Tänzer bist du, wenn du als Tänzer in einer Crew bist, dann... Der Artist, du lernst ihn richtig kennen, ja, du bist wie so eine kleine Clique dann. Ne? Ja, also der Tänzer, die Künstler hängen auch immer mit den Tänzern ab. Ja, klar. Ne? Und ja, dann habe ich Usher gemacht und in dieser ganzen Zeit habe ich aber immer, ich war halt immer derjenige, der organisiert war, immer derjenige, der auch ja, nicht viel geredet hat. Und man hat gemerkt so, okay, auf den kann man ein bisschen mehr aufbauen als nur so tanzen. Das Allerwichtigste, glaube ich, was mir sehr, sehr viel geholfen hat, ist, ich bin nie auf Partys gegangen. Okay, du ich habe nie Aftershow-Partys gemacht. Ich wollte gerade sagen, wie hast du auf die anderen gewirkt? Ja, und das war so, glaube ich, mein größtes Pluspunkt, ja, ne? Weil das hat sich dann rumgesprochen bei den Künstlern. Ja. Und deswegen habe ich solche Anrufe bekommen von Usher und Justin. Und die haben alle von mir gehört. Die so, der Typ ist gut. Das ist so, der macht nichts, der fragt nicht, der nervt nicht, der geht auf keine Partys, der macht keine Fotos mit uns. Ja, ich habe mit keinen Fotos gemacht. Also wenn du zu mir nach Hause kommst, wirst du niemals denken, krass, alles, was ich euch erzähle, dafür gibt es keine Beweise. Ist crazy. Ja, ist verrückt. Meine Frau sagt immer wieder, ey, das, was du gemacht hast, das glaubt dir keiner. Und dann haben die Leute gesagt, und die haben das gemocht, weil das sind Weltstars. Ne? Und ich habe es aber nicht bewusst gemacht. Es ist einfach meine Art gewesen. Ne? Und mit Partys habe ich sowieso nie was zu tun gehabt. Ich trinke keinen Alkohol, gar, also war für mich komplett uninteressant. Ich war auch nie auf einer Aftershow-Party. Zum Glück. Ne? Und das haben die Leute gefeiert. Und so habe ich mir dann einen Namen gemacht, so, okay, auf den kann man aufbauen. Und da ich ja sowieso in Richtung Choreografie gehen wollte, habe ich mich dann auch weiterentwickelt. Und Leute haben gesagt, ja, weißt du was, wir können dem vertrauen, den Typen. Und dann kam so, erst einmal war Fergie so, hey, Hamza, kannst du das und das mal machen für uns? Habe ich natürlich delivered, ja, alles richtig gemacht, on point gemacht und unsere deutsche Arbeitszeit, dann kommt das Deutsche auch in mir, das auch richtig cool war. Immer pünktlich, immer on time, die Deadlines immer eingehalten, egal was es war. Und wenn es nur eine Kleinigkeit war, habe ich das trotzdem zu Perfektion gemacht und abgeliefert. Ja, und das hat Eindruck geschunden. Hammer. Und ja, so hat man sich dann seinen Namen gemacht und habe ich dann angefangen zu choreografieren. Mein erster Choreografiejob war für so einen Newcomer damals. Und der allererste große Choreografiejob. Warte. Weiß nicht, ob du da hinkommst, aber es gab ja, wir erinnern uns jetzt an den 10-jährigen Hamza, der damals Michael Jackson getanzt hat. Für uns alle eigentlich genau das war, wo Tanz überhaupt herkommt. Du choreografierst, beziehungsweise du tanzt alles nach, was du von dem siehst und bist einfach die Person. Und dann baust du dich zu dem Choreografen auf, der du jetzt gerade bist. Und dann kommt ein Anruf, dass du Leute choreografieren sollst. Genau. Und zwar von? Richtig, da komme ich. Dann machen wir jetzt damit Schluss, weil das ist die heftigste Story sowieso die. Ich habe dann alles gemacht, aber alle wie wir gerade genannt haben, die wir alle kennen, alles schön und cool, sind alle crazy, aber der crazyste, krasseste Anruf ist genau der gewesen. Ich habe jetzt alles schon erledigt. Ich bin schon Veteran in L.A., mache nur noch Choreografie, directe Shows. Bone Thugs und Harmony habe ich directed. Ich hab deren Shows gemacht. Wing the Bells. Bone Thugs und Harmony habe ich gemacht. Da war die Choreo aber einfach. Genau. Das Witzige ist, das erste Mal, dass die mit einem Director gearbeitet haben, waren mit mir. Und die haben auch am Anfang sich gedacht, we don't need a director. Am Ende waren das meine besten. Die waren schlimmer als irgendwelche Tänzerinnen. Die so, okay, Hamza, how do I gotta go? So when I walk out. Ich so, yeah, chill. Ich so, you got it. Und ich hab denen gesagt, ey, das ist komplette so, Formation. Haben sie so was gesagt? Ihr wisst, wo der Cribwalk herkommt. Wisst ihr, wo der Cribwalk herkommt? Ich hab den Organisation und Ordnung in die Show reingebracht. Wer wann wo was sagt, wer wann wo reinläuft und so. Das war bei denen komplett Chaos. Krass. Und hab da dann mit denen gemacht, ja, die ganze Zeit lang. Irgendwann wurden dann richtige Homies von mir. Das ist auch crazy. Geil. Aber die krasseste kommt jetzt. So, das heißt, ich bin schon da am Start, alles schon gemacht, bin am Chillen, bla bla bla. Ich sitze in meinem Auto, ich krieg einen Anruf von meinem bester Freund, Marty Kuderka, Shoutout. Marty Kuderka, einer meiner besten Homies und Mentoren in L.A., den ich viel zu verdanken habe in L.A. Shoutout. Und der ruft mich an, ich bin im Auto. Der so, wo bist du? Bruder, nicht auflegen jetzt. der so, wo bist du? Ich habe schon gelernt, ich habe nie wieder aufgelegt danach. Jeder Unbekannt ist, hallo. Auch wenn du sagst, für Tupac, ja. Michael, bist du es? I love you.
Aber es war nicht Michael? Es war nicht Michael. Der so, wo bist du? Ich so, ich bin jetzt gerade hier unterwegs. Wohin? Der so, komm jetzt sofort zum Marriott Hotel. Ich so, was sollen wir da machen? Der so, die Jackson 5 von uns kennenlernen. Ich so, geil. Was, Bruder? Ich so, ich hab erstmal Pause. Ich hab das wirklich, ich bin stehen geblieben an der Seite. Ich so, niemals. Die wollen uns kennenlernen. Ich so, wie, die wollen uns kennenlernen? Der so, die wollen uns kennenlernen. Da bist du so abgewichst, Bruder. Und ich wette mit dir, da geht nochmal der Puls. Hundertprozentig. Ja, hundertprozentig. Ja, das sind Jacksons. Ja, Mann. Damit hat alles angefangen. Für jeden. Krass. Egal wer. Ja. Alles hat dann mit denen angefangen. Krass. Ich so, shit. Ich so, okay, let's go. Ich fahr dahin zum Mary's Hotel. Wir treffen uns vorne, wir treffen am Parkplatz. Wir laufen. Der so, oh mein Gott. Beide. Und ihr müsst euch vorstellen, Marty Kudelka ist eine Legend. Okay. Also der ist mal 6 Jahre älter als ich und der hat Janet Jackson choreografiert. Der hat die NSYNC Backstreet Boys gemacht. Der ist der beste Freund von Justin Timberlake. Krass. Der hat alles, was ihr jemals gesehen habt, von NSYNC und Backstreet Boys, hat dieser Typ gemacht. Krass. Der ist die absolute motherfucking Legend. Yeah. Der hat einen eigenen Tanzstil erfunden, alles. Wir treffen uns und wir beide gucken an, wie so, oh mein Gott, ja! Weißt du, wie weiß ich? Ja! Auf dem Parkplatz, wir kommen gar nicht klar. Okay. Und wir so, komm, wir laufen. Ich sag zu ihm, ich setz mich neben Jermaine. Sag ich, so. Ich hab dir gesagt, Jermaine gehört mir. Oh mein Gott. Der so, du kannst dich hier setzen, wo du willst. Hauptsache, die sind in diesem scheiß Raum, wenn wir aufmachen. Der hat das immer noch nicht geglaubt. Der ist noch ein bisschen skeptischer okay, ne, als ich. Er hat auch schon mehr gesehen als ich. Okay, wir gehen da rein, Türe geht auf, boom, Jackson 5. Also Jackson 4, sorry. Ja, ne? Stimmt. Sitzen alle da. Was war das für ein Gefühl? Sitzen in so einem, das war krank, das war einfach crazy Gefühl. War richtig krass. Ich komme rein, ich direkt von Anfang, ich so, listen. Ich so, before we talk, ich so, I'm just very honored and thankful that I can just be sitting here with you. Ne? Ich gesagt, ich so, Jermaine, ich so, Salam alaikum, my brother. Und der so, alaikum salam. Voll gefreut. Geil, Hammer. Das war mein Intro, wo wir reingekommen sind. Dann war alles safe. Der Jermaine direkt, okay, alles klar, der gehört zu uns. Der okay, alle anderen auch so, alaikum salam. Krass. Und die auch gesagt, die sind zwar nicht konventiert, aber die... Aber die checken Film, ja. Die checken richtig krass viel Islam, die reden, lesen viel, die anderen Brüder alle. Ja, und dann am Ende saß ich neben Tito. Den kennen wir alle noch. Nicht der Jermaine saß gerade da. Tito! Und dann sagen die, we're gonna do our comeback tour. Krass. The Jackson 5 comeback tour. Boah. The Jacksons, sorry. The Jacksons comeback tour. And we're gonna kick it off. Wo? At the Apollo in New York. Oh damn! Boah! Wow! 35 also, years. Das bedeutet, zuhören, Apollo ist so... Ja, hat alles da begonnen, ja. Ja, da war die Talentshow, da wurden die entdeckt. Das ist krass, da war Barry Gordy, hat gesehen, hat die Jackson 5 gesehen. Und hat kleinen Michael gesehen, wo der an dem Holz gerieben hat. Haben die gesagt, wir gehen auf Tour und wir wollen, dass ihr unsere Tour directet. Geil. Ich so, oh mein Gott. Alles klar, wir machen alles safe, bla 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 bla. 3 Tage später, die Proben beginnen. Können die ihre Schritte noch? Nein, können die nicht. Was ist schlimm? Jetzt komm ich. Der wie du gerade gesagt hast. Seit seinem 10. Lebensjahr all diese Schritte auswendig gelernt. Ich kann alles. Ich weiß alles. Ich kenne jeden Schritt von jeder Choreografie. Ich kannte das alles schon. Ja, also klar. Wirklich. Ich kenne das. Alter. Ich kenne die ganzen ABC, Jackson 5, ich kenne die ganzen Touren, die Unity-Tour. Ich weiß alles. Also es ging wirklich um das Original, das, was die früher gemacht haben? Ja, genau. Die haben die Songs gemacht, die Original-Songs und die originalen Choreo. Und die Choreos, natürlich haben wir die ein bisschen recycelt, haben eigene Sachen geändert. Aber das war so krass. Ich erzähle euch erstmal, wie das war. Ich komme da rein. Erster Tag, ich bin der Erste, der da ist. Die sind natürlich auch nicht da. Ihr müsst euch vorstellen, die sind auch schon älter. Ja, klar. Ne? Ich bin da, ich bin in diesem Raum. Und ich denke mir so, Alter, die kommen jetzt gleich. Ich so, okay, so crazy. Und an dem Tag haben wir gesagt, heute lernen wir erstmal ABC. ABC, 1, 2, 3, baby, you and me, girl. Und die Choreo, und das ist diese Choreo, die ich damals gemacht habe. Selber, als Kind, ne? Vorm Spiegel. Krass. Und dann kommen die rein. Doch. Ein Michael, Tito, Marlon, alle sind hier. Und ich gucke jetzt im Spiegel. Jackson 4 und ich als 5. Ich stehe da, ich denke mir, oh mein Gott. Und ich stehe da so, ich so, oh mein Gott. Und dann lache ich so. Ich so, sorry, guys. Und die so, it's okay, Hamza, it's okay, we know. Ich so, ey, ich so, erste Mal einfach so Blackout. Habe ich noch nie gehabt. Krass. Einfach Blackout. Ich wusste, trotzdem. Weil dieser Moment, ich stehe da und ich stehe im Spiegel und ich sehe einfach die Jacksons. Das war einfach so unwirklich, ne? Das war unreal. Und dann muss ich den jetzt, ich weiß, was dieser nächste Schritt ist, den ich ihn zeige und schenke mir da,
das kann nicht sein. Die haben es gemacht und dann sage ich so, sorry, so listen, guys. Ich so, let's get this out the way. Ich so, what I'm gonna show you is what you invented. Show me. You show me this shit. And I'm gonna show you this now. Krass, Alter. Ich so, thank you. Die so, it's all good, it's all good. War voll korrekt. Krass, ey. Dann habe ich den diese ABC 123 gezeigt. Krass, Alter. Das war. Hey, gab's zu der Zeit, gab's wahrscheinlich noch Joe Jackson, ne? War der auch anwesend? War der auch Joe schon? War da, klar. Ja, klar. Ja, der kam auch so an. Aber ey, ist das nicht surreal? Das ist richtig surreal. Das, war, hat auch lange, das hat lange gedauert. Aber für hast du es heute? Also hast du den Moment? Hast du ihn bei dir? Also ist er nicht mehr, heute, ist also real? Ich bin ein sehr, sehr, sehr enger Freund geworden von Jermaine. Ach krass, den ich sehr oft auch telefoniere. Geil. Und hab die ganze Familie kennengelernt und die Mutter sehr gut kennengelernt. Ja. Dann kommt auch eine krasse Story. Die ist auch interessant für uns alle hier, für euch auch. Diese Proben gingen dann über 3 Monate. Krass. Nee, weil die haben natürlich, sind ein bisschen älter, brauchen länger, klar, ne? Und man konnte nicht jeden Tag proben, natürlich jeder was zu tun und bla bla bla. Und dann hat man diesen 3 Monaten immer mehr kennengelernt und die Familie kennengelernt. Dann kam die Mutter, dann kam der Vater, dann kamen die Kinder. Krass. 3T und diese ganzen, kamen die alle und bla bla bla. Und dann hast du Lenz, die auch wirklich kennen als Menschen. Geil. So, und du nach 3 Monaten weißt du, wer die sind, wie die sind. Krass, ne, ja. Die sind 70, der eine ist 65, der eine ist 73. Die sind wie Kinder. Die stehen so an der Reihe so und dann macht der eine, haut er einfach eine Eier. Ja, geil. Weißt du, die Eier, das heißt, stop that shit. Stop that shit. Weißt du, das musst du euch vorstellen. Ja, geil. Voll sympathisch, Alter. Du bist einfach immer noch dieselben Typen, die immer waren. Einfach dieselben Typen wie die. Und dann kommen langsam kriegst du die Stories. Yeah. Michael, ah, wie geil, Michael war, wie boah. Michael wirklich ist. Boah. Und dann kriegst du die ganzen Insights, ne? Geil. Und Jermaine war immer so, weil der auch Moslem ist, ne? Auch praktizierender Moslem. Ja, voll. Ja, ja. Wie ich auch. Und dann haben wir uns dadurch noch mehr connected. Ja. Gemeinsamkeit. So, ne? Gemeinsamkeit. Und dann haben wir angefangen auch zusammen zu beten. Boah, Hammer. Weil der mich gefragt hat, can I pray with you? Ich so, of course. Ne? Ich so, Hash, der ist Hash. Hash, ne? Stimmt. Ja. Ja, stimmt ja. Ich so, you pray, I pray with you. Ne? Und dann haben wir uns so mehr gebunden und besser kennengelernt. Und dann hatte einer meiner größten Träume in Erfüllung, auch ohne dass er es wusste. Er hat mich mitgenommen zu Havenhurst, original Michael Jackson House. Krass, wo die Jackson 5 hingezogen sind, wo die von Kentucky nach Kalifornien gezogen sind. Und von Maryland nach Kalifornien. Und dann war ich in diesem Raum, da wo Billie Jean choreografiert wurde, zu Michael, in diesem kleinen Holz. Das, und der ist ein Raum, der ist nicht größer als der hier. Krass. Holz, richtig so abgefuckt, schon schwarz vom ganzen Boden, vom Michael, vom Tanzen. Alter. So ein Spiegel, der nicht breiter noch ist. Noch original, wie es war. Genau so, nix ist alles so, wie es ist. Einfach Museum. Und dann war ich da und dann bin ich durch die ganzen Räume da, wo Michael sein Zimmer da. Ich hab alles, die ganzen Kostüme, die Klamotten. Inspiration. Der hat gerade so, lauf rum, mach, tu, guck alles an, was du willst. Oh, was ein Move, Alter. Ich lauf da einfach rum, die Mutter, ich trinke mit der Mutter Kaffee, die redet mich, erzähl ihr. Die so, yeah, my son und bla bla. Die sagt zu mir so, son und so, you can walk, do your thing and... Jermaine told me about you and, you know, blah, blah. Everybody loves you, blah, blah. You know, we trust you. It's crazy. Und dann, und da war ich einfach da, so wie Family mit dir. Ja, ne. Da bin ich einfach rein und raus da von Havenhurst. Alter. Da rein und dann war ich mal, du rufst mich an, komm zum Havenhurst. Dann komme ich dahin in Barbecue. Ich bin da einfach mit denen am Chillen. Das ist crazy. Das war bis heute krank. Ey, absolut. Musst du eigentlich, musstest du, wenn du mit so Leuten gearbeitet hast, auch Verschwiegenheitserklärungen unterschreiben oder irgendwie sowas? Ja, ne. Musst du machen. Bei, gerade beim Estate, so, weißt du? Genau. Musst du bei den Jackson 5 nicht, weil wir als Director waren sozusagen, wir waren ja selber so Teamleader, ne, da mussten wir keins machen. Aber für alle anderen jetzt, Fergie, Katy Perry, wo ich als Tänzer unterwegs war, so, wo du als Team mit unterwegs bist und alles siehst und erlebst, in den ganzen Nachtclubs, Aftershow-Partys, in den Büssen, wie die alle sind, nach der Show, bla, bla. Alles unterschreiben, musst du. Schade, ich dachte, wir quatschen noch eine Stunde über die miesen Stories. Ja, aber ich glaube, das will man dann auch gar nicht, weil man will sich auch keine zukünftigen Jobs kaputt machen. Das macht man automatisch nicht, aber es kann ja immer mal passieren, dass du weiterarbeiten willst. Dann sollst du, das musst du einfach unterschreiben. Dann mach das einfach. Ja, klar, das ist ja was. Aber die Amis gehen halt immer nur auf Nummer sicher. Das hat mich halt nur interessiert. Natürlich. Ja, aber genau das ist es auf jeden Fall, weil du siehst natürlich sehr, sehr viel. Ne? Mhm. Ey, krass, aber, boah, Alter, das ist krass. Welches Jahr war das? Mit dem Haus und so? Jackson 5? Den Haus? Also Jackson 5 war 2012. Das ist krass, gar nicht so lange her. Nicht so lange her auch. 2012 war das genau. Krass. Das war 2012, bevor meine Tochter geboren ist. Alter, krass. Ja, das war das größte Highlight. Ist das gewesen, das ist bis heute immer noch das Verrückteste, weil vor allem mit dieser Geschichte oder mit dieser Band kann auch
mein Vater was antragen. Das ist das, ja, mit, Hammer. Nee, mit allen diesen Riesenstars, wie ich gemeint habe, das ist alles uninteressant. Ne? Die wissen, selbst meine Mutter weiß, wer Michael Jackson ist und wer die Jackson 5 sind. Ich glaube, höher geht's auch kaum noch, Alter. Und ich glaube, es hätte noch Jackson Michael selber sein können. So. Ja. Hätte noch Michael selber sein können, genau. Das war's, glaube ich. Genau. Ich habe für Michael übrigens eine Audition gemacht. Mal geworden, Alter. Hast du Audition gemacht? Ja, ah, okay. This is it. Ich bin auch auf dieser Doku. Echt? Doku. Ja, ja. Geil. Ach, geil. Ja, ja, ich bin auf dieser Doku. Also hast du noch geschafft, irgendwie trotzdem noch? Ich habe noch, Michael hat mich, und Michael, wenigstens das noch. Und Michael Jackson, das war natürlich vor der Zeit mit Jackson 5, ja, das war klar. Viel am Anfang noch, meine Anfangszeit von L.A., und Michael hat mich gepickt, zweimal eine Runde weiterzukommen. Krass. Auch das, also das war ein Riesen. Okay, ich habe vor Michael Smooth Criminal getanzt, die Original-Choreo, habe ich gelernt. Und das Casting, das ist so, Michael Jackson. Auch mit diesen Schuhen, die sich so einklicken und so? Nein, das okay, ist okay, nicht. Nee. Nur diese Choreo, also ohne diese Special Effects. Okay, das heißt, vor Michael hast du getanzt? Ja, yeah. Ich habe vor Michael. Also krass, zweimal weitergelassen. Smooth Criminal auch noch. Okay, krass. This is it, die Tour, wo der gestorben ist. Ja, ja, ja. Der hat gecastet, Tänzer. Hast du trotzdem noch. Ja, ja. Die haben die besten Tänzer der Welt eingeladen. Michael Jackson ist so krass. Ich sag euch, wie krass Michael Jackson ist. Da machst du kein Casting in so einem großen Raum oder tanzt. Casting ist in L.A. im Center, wo die Lakers spielen. Oh, Arena, da ist das Casting. Einfach 2 Wochen gemietet. Ja. Das ist Michael Jackson, verstehst du, ich meine? Einfach 2 Wochen das Lakers-Stadion gemietet für Tanzcasting. Alter. Krass. Das ist Michael Jackson. Habibi Jackson. Ey, das ist krass, Mann. Oder eigentlich hast du alles erreicht, was du erreichen wolltest. Ja, ich hab alles erreicht. Doch, ne? Nee, es fehlt eigentlich ein großes Stück. Was ich, also klar, das ist Motherfucker-Moves überhaupt, auf jeden Fall, klar. Aber ich finde krass, du bist nach L.A. zu einer Schule. Genau, genau, du hast recht, das ist eigentlich... Der Peak ist, klar, alle, die du getroffen hast, das ist jetzt so Hypes der Leute, der Erfolge der Leute. Aber dein eigener Erfolg hat eigentlich den Peak erreicht, wie es angefangen hat, ne? Genau, also was heißt mein eigener Erfolg? Ich habe dann, wo ich alles da sozusagen gemacht habe, ich habe geheiratet in L.A. Ich bin als Teenager hingegangen, bin da zum Mann geworden. Das ist ganz wichtig zu wissen. Ja, das ist eine krasse Entwicklung, die man macht. Ne? Und man hat diese Entwicklung, alles das, was ich erzählt habe, ist schön und ist wunderbar und ist crazy, aber es ist ganz, 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 ganz viel Sacrifice. Ganz viel Verlust, ein großer Verlust. Ein großer Verlust sind, ich habe nie meine kleine Schwester gesehen, wie die zur Frau geworden ist. Ich kenne die nur als Frau. Ich kenne die gar nicht als Teenager. Genau. Also ich kenne sie nicht. Ja, das sind die ich habe diese Zeit nie gesehen. Ja. Ich bin gekommen und die war eine Frau. Ja, überleg mal. Ich bin gegangen, die war ein Kind. Ja, klar. Ich bin gegangen, meine Eltern waren jung. Ich bin gekommen, meine Eltern waren alt. Ja, ja. Das sind krasse Sachen, ja, die du niemals siehst. 14 Jahre, das ist heftig. Ja, klar. Ne? Und in diesen 14 Jahren bist du, wenn du hochkommst, wenn du alles zusammenzählst, vielleicht ein Jahr in Deutschland gewesen. Ja, krass, 14 ja. Jahren. Krass. Also dieses Opfer ist... Ein Opfer, das schon zu hoch ist eigentlich. Für das, was ich gemacht habe. Auf der anderen Seite haben deine Eltern auch jahrelang alles dafür getan, damit du genau das machen kannst. Damit du dich selbst verwirklichen kannst. Genau. Ich glaube, weißt du... Aber ich muss euch wirklich sagen, wo ich Vater geworden, ich habe 3 Kinder. Und ich habe Kinder da, ich habe geheiratet, ich habe Kinder bekommen dort. Und erst, wo ich mein erstes Kind bekommen habe, habe ich gemerkt, wie krass die Liebe ist zwischen Eltern und Kind. Ja, das ist eine Liebe, die... Kann man nicht beschreiben, die gibt es nicht. Einfach nur Gefühl, ne? Die ist unglaublich, die ist unbeschreibbar. Ne? Aus dem Nichts übermannt, unglaublich, endlos. Endlos, ja. Einfach endlos. Ne? Und da weißt du, ich war vorher ich habe vorher an Gott geglaubt, aber da wusste ich, okay, es gibt einen es Gott. Gibt ihn, ne? Das kann nicht einfach so von Du liebst einen nicht. Menschen, so abgesehen, dass man sagt, das ist dein Kind, natürlich liebst du das, aber wenn du das so ganz rational betrachtest, da ist ein Mensch. Und du liebst es abgöttisch, also so wirklich endlos, obwohl du noch gar nicht einen Charakter kennst, obwohl du gar nichts getan hast. Ja, du kennst den Menschen nicht. Einfach. Aber ich glaube, der krasseste Move ist, wenn dieser Mensch was aus seinem Leben macht. Ja. Weißt du, also auch wenn du 14 Jahre weg warst oder nicht. Ja, für meine Eltern, ja. Für deine Eltern, weißt du. Dass die, weil letztendlich sind die auch, also dein Vater hatte letztendlich denselben Move gemacht. Er hat die Heimat verlassen, weißt du, nach Deutschland für ein besseres Leben, weißt du. Also das war übrigens mein Gutreden für mich. Ja. Hat genau das. Ja, oder die Realität dieses, auch, okay, weißt du? Mein Vater hat das auch gemacht. Ja. Ich mache ja das, ich erlebe, ich habe das selber erlebt, was mein Vater gemacht hat. Ja, oder Next Level hat, auch, ne? Wenn du überlegst. So. No, ja. Also noch so weiter in die Fußstapfen treten und weitermachen, ne? Noch weitergehen so. Ja, weiter, also es ist dasselbe. Es ist genau das Gleiche, was ich gemacht habe. Ja, klar. Wie sein Erfolg ist gigantischer als meiner, weil ich glaube, dass wir mehr mitbekommen haben, um stärker gewachsen sind vom Wissen und westliche Welt und dann in eine andere westliche Welt zu gehen.
ist, glaube ich, ein bisschen leichter, ja, als, kommen, als wenn du von Marokko, Afrika kommst. Genau. So next step eigentlich. Ja, ja. Unsere Väter waren so blonde Frauen, was ist das denn? So, weißt du, das ist ein ganz Filmwechsel, Alter. Genau. Weißt du? Für uns war das nochmal komplett eine andere Ebene, die man dann drauf gesetzt hat. Ja, ich glaube, wenn du das erfüllst für die Väter, also wie gesagt, um das deeper zu sehen, ich sehe das bei meinem Bruder, weißt du, Allah Hammer. Wenn so nach seinem Tod, was er alles erreicht hat, was er gemacht hat, ist mein Vater heute in seiner Trauer ist so, okay, es hat sich gelohnt, nach Deutschland zu kommen. Ja. So, echt, wenn du so meinen Vater heute fragst, dann ist so sein eigener einziger Trost so bei der Trauer ist, es hat sich gelohnt, nach Deutschland zu kommen. Mhm. So, das war gut. So, mein Bruder hat hier krasse Sachen erfüllt. Es hat sich gelohnt. Ja. Und der Satz, glaube ich, stark. Es hat sich gelohnt, nach Deutschland zu kommen. Voll. Weil die haben alles stehen und liegen lassen, Alter. Voll. Weißt du, ich glaube, das ist für deinen Vater genau dasselbe. So, okay, es hat sich gelohnt. Mein Sohn hat das genutzt, was ich ihm vorgelegt habe. Und du hast den Deal eingehalten, Alter. Ja, also, auf jeden Fall. Also, klar, für meinen Vater hat sich das auf jeden Fall, er sagt auch das, was du sagst, sagt er auch, ne? Ja, aber dann, wo ich dann Kinder bekommen habe, habe ich gemerkt, dass der Sinn meines Lebens jetzt kann das nicht sein. Ich kann nicht in einem fremden Land sein mit 3 Kindern und jeden Erfolg hinterherjagen. Okay, aber es ist immer derselbe. Es ist immer dasselbe. Es ist wie ein Hamsterrad. Ich habe 8 Welttourneen hinter mir. Ich bin 8-mal durch die ganze Welt gereist mit verschiedenen Künstlern. Soll ich das 9. Mal nochmal machen? Das 10. Mal? Ja, das 11. Mal? Das 12. Mal? Ja. Und immer wieder, egal, diese ganze Success und das ganze Geld. Aber am Ende komme ich nach Hause, ich bin in L.A., ich habe meine 3 Kinder, ich habe eine Frau, aber die kennen nicht ihre Großeltern, kennen nicht ihre Tanten, ihre also alles, das ist verloren. Ja, ja klar, natürlich. Du hast keine Base, du hast gar nichts. Ja. Ist es das alles wert? Mhm. Die Entscheidung habe ich und meine Frau getroffen, nein, ist es nicht. Ja. Das kann nicht der Sinn des Lebens sein jetzt, weißt du? Wir haben das alles gemacht, wir sind jetzt aber gewachsen. Und wir müssen jetzt für unsere Kinder denken. Genau. Ja? Wo geht diese Reise hin für die? Ja. Weil ich habe mich hier schon etabliert, ich kann auch in Deutschland leben und trotzdem meine Sachen hier weitermachen. Aber ich bin auch zu einem Punkt gekommen, dass ich immer, ich muss mich immer weiterentwickeln. Mhm. Ja, also ich von Tänzer, Choreografen habe ich dann angefangen zu directen. Ich habe wirklich, also Shows wie MTV Music Awards directed. Directing heißt ja nicht nur tanzen, das geht ja, ist ja wirklich hast du selber, erlebt. Shows schreiben, wie bei Rebel Comedy, ja, ne? Shows schreiben, diese den roten Faden schreiben, wie geht eine Geschichte, wie geht so, wie sieht eine Bühne aus, Bühnen bauen, Lichter, du musst dich dann mit Licht auskennen, und also es gehört viel dazu, immer diese Weiterentwicklung. Und dann kam auch diese, okay, ich muss mich weiterentwickeln, muss irgendwie was Neues machen und nicht immer wieder dasselbe machen. Mhm. Und diese Entwicklung hast du nicht mehr drüben gesehen? Nein, ich habe die Entwicklung nicht drüben gesehen, weil die nicht in Verbindung war mit meiner Familie, also mit meinen Eltern. Ja, ja, klar. Also bist du jetzt in Deutschland fürs Erste? Ich bin jetzt. Nee, du bist ja schon seit 5 Jahren. Ich bin jetzt. Ja, aber bleibst du auch? Oder? Also, ich weiß nicht, ob ich in Deutschland bleibe, aber ich bin jetzt erst einmal in Deutschland. Okay. Ich bin kein Mensch von Land. Also, ich halte mich an nichts fest. Ich habe keine. Mir ist alles egal. Für mich ist nur wichtig da, wo meine Familie ist. Und das ist das Wichtigste für mich. Also, ich habe keinen Bezug zu gar nichts. Auch nicht zu meiner Heimatstadt, zu irgendwelchen Ländern, Städten. Ist egal. Ich bin da komplett frei, was das angeht. Ne? Bin jetzt erstmal in Deutschland. Und der Move hierhin vor 4 Jahren oder vor 5 Jahren war genau der richtige. Ja. Ja, und ich habe genug verpasst, ne? Genug von der Familie verpasst, ja. Genug. Der Moment, wo meine Schwester 18 geworden ist, der war richtig hart für mich. Da habe ich realisiert, oh mein Gott, was habe ich alles verpasst. Ich habe ein Baby einfach, ich habe einfach ein Leben verpasst. Das Leben ist einfach weg. Ich habe das nie gesehen. Ich weiß gar nichts von ihr. Krass, ne? Naja, okay. Die ist einfach 18. Ja, also ich habe dann die letzten 5 Jahre, die ist jetzt, hat jetzt geheiratet. Krass, ne? Das ist so krass für mich. Ja, klar, natürlich. Und da habe ich gesagt, das will ich nie wieder erleben. Aber gleichzeitig warst du wahrscheinlich, man ist ja trotzdem in Kontakt, ne? Also man ist ja nicht aus der Welt, man hat Kontakt. Wahrscheinlich gab es sogar Zeiten, wo man der Kontakt sogar zu wenig war. Aber man ist ja trotzdem, auch wenn man das gar nicht selber weiß, für sie warst du wahrscheinlich eines der größten Vorbilder aus der Familie, die einen eigenen Weg eingeschlagen ist und das auch noch so konsequent mit diesem Willen durchgezogen hat. Einfach, wenn du was dir in den Kopf setzt und den Willen dazu hast, dass du das bis dahin treiben kannst. Also das wahrscheinlich ist das, was zu Hause in der Familie angekommen ist. Das ist das Vorbild für mich, auch wenn wir uns nicht so oft gesehen haben. Richtig, das ist die goldene Medaille, auf jeden Fall. Aber diese goldene Medaille hat immer eine andere Seite. Genau. Das ist es. Ich weiß das. Ich weiß, dass es auch ist. Und das ist auf jeden Fall, aber wie gesagt, die Schattenseite ist, ich habe das Leben einfach nicht mehr erlebt. Also ich habe einfach ein Leben nicht gesehen. Und das war für mich richtig krass. Das hat mich voll krass getroffen. Das werden vielleicht manche nicht verstehen, aber das war schon heftig. Das war der Turning Point für mich, wo ich gesagt habe. Ich glaube aber, das ist doch ein Punkt, der
weißt du, ich habe auf dem Showgeschäft das große Problem bekommen aus so familiären Verhältnissen, weißt du? Und ich glaube, der größte Laster ist, im Showgeschäft ist ja meistens keine Familie, keine richtigen Freundschaften, kein... Es, ständig ist es Show. Raus aus der Realität. Wie oft haben wir darüber geredet? Genau. Du bist halt auf Tour weg oder sowas. Einfach. Du bist dann 6 Wochen weg, dann kommst du nach Hause und denkst dir so, okay, ja. Alltagsprobleme. Keine Rechnung, kein genau, nichts. Weißt du? Ja. Ich glaube aber, wenn du den Gedanken hast und diesen Point, dass du sagst, ey, warte mal, Alter, ich verpasse gerade hier das. Ich glaube, das ist gut, weil das heißt, dass du nie den Bezug zur Realität auch verloren hast. So. Weißt du? Ja. Also ich glaube schon, das ist ein wichtiger Punkt. Mindestens wiedergefunden. Ja, ja. Ich hab das oft, wenn ich auf Tour, weißt du, nach Tour hast du oft dieses, wir nennen das Tourloch, Tourdepression. So, ja, weißt du, du bist ja dann nach zu Hause und denkst, ja, okay, ich war gerade eben noch Halligalli und keine Ahnung was. Ja. Und dann bist du zu Hause und denkst dir aber nach ein paar Tagen, ey, ich sehe meine Freunde wieder, ich sehe meine Familie wieder. Weil das ist das echte Leben. Ja. Das ist ja das echte Leben. Ja. Rest Show. Show. Und das wobei heißt bei schon, ihm weißt du, ja noch dazu kommt. Aber ich glaube, nee, aber ich glaube, wenn du das verlierst, ich glaube, wenn du nach 14 Jahren zurückkommst, ja, weißt du, und dir dann denkst, okay, ist kein Problem, dass ich 14 Jahre kein Leben... Ich glaube, dann bist du zu einer Maschine geworden, weißt du, zu einem Roboter. Ich glaube, das ist so ein sehr gesunder Kopf, zu, nach 14 Jahren zu sagen, okay, ey, jetzt muss ich cool sein. Ja, aber ich glaube, weißt du, das ist bei mir so getriggert, weil ich genau das, was du gerade gesagt hast, ja nie gemacht habe. Mhm. Das, ich, selbst wenn ich auf Tour war, war ich war wirklich auf keiner Aftershow-Party. Ich kann wirklich in der Hand zählen. Ich war vielleicht auf in meinen 8 Weltturnieren auf vielleicht 6 oder 7 Aftershow-Partys, aber nur, weil dann irgendwie Special Events waren. Der eine hatte Geburtstag, der eine hat einen Award gewonnen, keine Ahnung. Ja, ja, klar. Aber ich hatte immer diesen Bezug... Und hatte immer Angst, das zu, den zu verlieren. Zu verlieren. Ja, ja, genau. Weißt du, deswegen habe ich mich versucht, so normal wie möglich zu sein. Ich hatte auch immer meine Freunde, die in L.A. mit Entertainment nichts zu tun hatten. Ja, genau. Also, das so waren Leute, Capstep, ne? Mechanica, ja, ja, war das. Gut, mit denen habe ich abgehangen. Genau. Ja, das waren meine Leute, weil deswegen hat zum Beispiel der Panom, der das Haus gebaut hat, der hat mir so gut getan. Ja, klar, normal. Da habe ich gemerkt, so, ne? Ey, der ist wie, als würde ich Stück jetzt zu Hause sein. Ja, ja, klar. Mit dem habe ich über ganz normale Sachen geredet. Ja, ja, genau. Der wusste zwar dann, irgendwann wusste er, was ich mache. Ja. Aber wir haben nie darüber geredet. Das waren normale Gespräche. Das ist, was wir letztens darüber geredet haben, dass Omar zum Beispiel und die Jungs, wenn wir von Tour zurückkommen, die wissen ja nicht mal, was sie machen. Das sind unsere besten Freunde. Meine Jungs, die kennen die seit 15, 20, wissen gar nicht, was ich mache. Ja, das ist auch gut so. Irgendwas habt ihr da gemacht wieder. Ja, ja. Weißt du? Also die bringen einen auf den Teppich. Die sagen, hey, du bist der Lappen aus dem Viertel, Bruder. Ja. Erzähl uns nichts so. Und wenn du quasi fernab der Heimat bist, darüber hatten wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen, man sucht sich ja auch ein bisschen den Ersatz. Also zum Beispiel unsere ganzen Familien, die sind in der Türkei, Cousins und so weiter, die leben dort. Irgendwann hast du den Bezug zu denen verloren. Das heißt, du hast deine Familie hier, die Jungs sind meine Cousins. Ja. Also daher kommt das ja, dass die vielleicht in Frankfurt auch sagen, Cousin. Aber du hast da deinen Vaterersatz, er war vielleicht irgendwie Großelternersatz. Weiß nicht, man baut sich so seine Familie um sich herum. Unterbewusst dann auf jeden Fall. Ja, genau. Ja, hundertprozentig, sehe ich auch so. Auf jeden Fall, das hat man, ja, das ist genauso, so ist das. Ja, das ist im Unterbewusstsein ist das so, dass du die genau das machst. Du siehst dann diese Person älter, den jünger, dann ist es dein Cousin, das ist dein Bruder, das ist dein, keine Ahnung, was weiß ich was, großer Onkel. Ja, so ein Ankerpunkt zur Realität. Ja, ja, ja. Ja. Das ist es auf jeden Fall. Aber du bist zurückgekommen, also du bist da vor 5 Jahren dann war der Punkt, wo du zurückgekommen bist. Ne? Genau, und wo ich zurückgekommen bin, habe ich gesagt, wenn ich zurückkomme, kann ich ja nicht mit leeren Händen zurückkommen. Und zwar mit leeren Händen bedeutet, ich wollte das Tanzen, was ich aber da zu dem Punkt schon aufgegeben habe, so 2012, 2013 war meine allerletzte Tanzshow. Krass, als Tänzer auf der Bühne. Nur noch so direct. Das war so auch mein Highlight, das war für das war Justin Timberlake, das erste Mal, wo er mit NSYNC zurückgekommen ist, das Comeback, MTV Music Awards. Aber das ist meine letzte Show, das ist eine geile Show, so kann ich aufhören. Und das war meine letzte Show, das heißt, ich habe schon nicht mehr getanzt, ich habe nur directed und ich habe viel A&R gemacht, also im Musikbereich habe ich sehr viel gemacht, weil ich kannte viele Produzenten, viele Künstler und viele Songwriter und habe dann immer auch in Sachen Songs vermittelt für große Künstler, für Chris und für French und habe solche Sachen gemacht und habe da gemerkt, dass mir das auch voll viel Spaß macht. Ja, ne? Und dann habe ich gemerkt, dass der nächste Step auf jeden Fall in Richtung Musik gehen muss oder auch Booking und so. Ne? Also ich hatte dann auch Shows organisiert für Rihanna in Singapur und so. Habe gemerkt, okay, ich kann noch viel mehr machen. Ja. Ich kann den Leuten viel mehr bringen, als nur, als in Anführungsstrichen nur Directing. Weißt du? Ja, klar. Und für dich jetzt nochmal ein neuer Ansporn. Genau, neuer Ansporn, genau. Ja, und dann kam ich nach 5 Jahren dann zurück. Hab gedacht, wenn ich aber zurückkomme, muss ich meiner ersten Liebe, das Tanzen, ich muss irgendwas mitnehmen. Ich kann nicht einfach leer zurückkommen hier. Mhm. Und dann habe ich
ja, das Millennium Dance Complex, da wo alles angefangen hat, wo ich den Boden geschrubbt habe, habe ich dann das Franchise mitgenommen, komplett hier nach Köln, habe das dann hier in Köln. Mit dem Boden. Was, na, mit dem Boden. Mit dem Boden. Und ich putze bis heute Abend so noch den Boden. und das hat voll die Reminiscing. Ja. Dann habe ich es sogar noch vor 3 Tagen gemacht und ich bin am Putzen. Und es ist immer wieder geil zu sehen und denkst dir, ja, crazy. Ey, Bro, ich will gar nicht abbrechen. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang darüber reden. Ey, was, aber ich also, würde was für ein gerne... Abschluss, Alter. Was für ein Abschluss so bei MDC mit nach Deutschland einpacken, genau. So, wo man, das ist was krass, für ein Abschluss, Alter. Ja. Das ist crazy. Hamza, was kannst du jungen, talentierten, nicht nur Tänzern, Bro, junge Leute, Menschen, die einfach noch auf der Suche sind nach dem, nach ey, das Stärken. Ist mein einfach Ding, nach meinen Stärken, Stärken und ja. So, was kannst du denen empfehlen? Also, es gibt eigentlich nur eine einzige Sache. Egal, was ihr macht, egal in welche Richtung, ihr müsst immer an euch glauben. Immer an euch glauben. Ihr müsst natürlich auch wissen, dass ihr etwas könnt. Wenn ihr wirklich was könnt, das kann man ja wirklich einfach einschätzen. Man kann das ja gut einschätzen. Wenn ihr wirklich etwas könnt, Talent in etwas habt, dann müsst ihr an euch glauben. Ihr müsst wirklich an euch glauben und visualizing. Das heißt, ihr müsst es wirklich ins Leben rufen. Vor Augen führen. Ich verspreche euch, dass... Manifestieren. Manifestieren. Ich verspreche euch, dass es passieren wird. Egal wie lange. Du kannst an einer Tür klopfen. 10 Tage, 20 Tage, 1 Jahr, 3 Jahre, 4 Jahre. Irgendwann wird einer diese Türe öffnen. 100%ig. Du darfst aber nicht aufgeben. Ja, Mann. Und das Wichtigste, was ihr nicht machen dürft, wenn euch Asche anruft, nicht auflegen. Nicht auflegen. Peace. Hey, mein Name ist Hakim. Mein Name ist Prodigy. Mein Name ist Jack. And I'm Hamza. Peace. Peace in Middle East und Free Willy. Freiheit für Palästina. Und ey, krasse Folge, Mann. Check den Patreon-Link ab. Vielen Dank, Hamza, Bruder, dass du heute hier bist. Hamza, vielen, 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 vielen Dank. Das war mir ein innerliches ABC-Tanzen. Das war geil. Danke, ey, danke wir euch. Wir haben hier tatsächlich nicht über Essen geredet. Wir hätten immer das beste Essen von ihm reden können. Wir können das nächste Mal vielleicht über Essen aus L.A. reden. Hätten wir eigentlich machen können. Aber wir gucken mal. Wir reden nächstes Mal über Essen. Aber was trotzdem Unterhaltung für dich? Bro, ich war sprachlos. Wann habe ich mal so wenig geredet in einer Show? Ja, das stimmt. Wir haben an jeder Show und in jeder Sendung redet Jam noch ein bisschen über Essen und so. Weißt du? Aber ey, probiert auf jeden Fall das Raffaello-Eis. Okay. Safe. Dank mir später. Okay.